Alter, ist die Musik heute Abend laut. Geht ja gar nicht. Nabend. So, das ist jetzt minus 40. Ich nehme mal so minus 38. Das glaube ich mal ganz gut. Na, wo bin ich denn eigentlich? Wo bin ich eigentlich? Ja. Hier, wo es wackelt. Sehr krass, okay. Ja, ich habe aber auch beides am Start, ihr habt ja gesehen. Ich habe so, dass ich ein wenig Pass suchen muss, noch tatsächlich mit etwas kleineren Accounts. Mit dem hier schon lange nicht mehr. Aber mit dem könnte ich auch noch ein paar Perks. Ich hab's nicht geschafft, Leute, in einem Monat hier so ein paar Millionen reinzufahren. Das ist echt mal bitter. Mann. Longinus Urlo Erdnuss. 16 Monate. Alter. Das ist ja schon eine Ewigkeit. Danke, mein Lieber. Ich habe es auch nicht geschafft. Ja, hast du noch einen Tag Zeit? Was heißt ein Tag? Ein paar Stunden noch. Ein paar Stunden. 11 Stunden hat man ja noch Zeit. 11 Stunden hat man ja noch Zeit. Danke, Longinus, dass du auch im 16. Monat dem Tote hier frönst. So, ich habe eigentlich alles fertig. Oh, Herr Stransky auch. Danke, Herr Stransky. Ich habe das übrigens gelesen. Du hast recht. Die ganze Liga hat heute für Bielefeld gespielt oben. HSV hat verloren, Stuttgart hat verloren. Und morgen spielt Bielefeld gegen den Vorletzten. Also wenn gegen Weihenwieden da oder wie die da heißen, wenn das irgendwie eine Nullnummer wird oder so, oder ein Unentschieden, dann weiß ich nicht, was hier los ist. Namen von der anderen Seite vom Toto. Jo, doch, mach ich sofort an, warte. Wie sieht's denn aus auf der anderen Seite vom Teuto? Heute war hier ja kurz mal Weltuntergang. Stimmung schlimmer als Simone. Oder nee, Sabine hieß ja der letzte Sturm. Und es war heavy hier, echt. Mein lieber Mann, hätte ich nicht gedacht. Plötzlich legte das zu. Naja, bei uns war schon wild. So, eben mal checken. In Nordrhein-Westfalen wohne ich. So, dann
Habe ich das mal ein bisschen größer? Ich will heute echt keinen Stress machen. Bin heute schon abgenervt genug, aber ich muss eben mal gucken. Ich habe noch ein Licht dazu. Komischerweise eben das Licht oben angemacht und dann passt das manchmal nicht. Aber ich glaube, das ist heute. Bin ich wieder so dunkel, ne? Weil die Tage schon so dunkel. Dann konfigurieren wir das eben nochmal. Oh. Was müssen wir da denn eigentlich höher stellen? Ich glaube, wir müssen das Licht ein bisschen höher machen. Kontrast so ein bisschen runter und so ein bisschen mehr Speed hier rein. So, ach, ich habe auch noch mein Hemd an, das muss ich ausziehen. Das muss ich ausziehen, das ist zu warm hier. Ja, aber es war sehr, sehr warm heute. Es war super warm. Hallo Homebutton. Hallo Thorsten. Hallo. So, dann hängen wir das mal salopp daneben. Würde ich sagen, ah nee, jetzt bin ich zu hell. Jetzt sehe ich mich gerade selber im Stream. Jetzt bin ich viel zu hell. Warte mal. So, fuck hier. Wieso ist das immer anders im Stream als live? Wieso ist das immer anders? Naja, ich sehe mich gerade so ein bisschen auf dem PC mal selber, das ist ja eher selten. Uiuiui. Danke, Maninator. Maninator für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Moin aus Hamburg. Bitter. Hamburg bitter. Handy geht jedes Mal, wenn ich auf Handy nicht die Option habe, sagt der Thorsten. Die Bildqualität kannst du eh nicht ändern, glaube ich. Wenn, solange wie ich nicht Partner bin, glaube ich, muss man das hinnehmen, was ich gebe. Neuer Armeevorschlag? Kannst du ruhig machen, ist egal. Guten Abend, hallo, Natzicke. Ist frisch? Ist egal. Die Hauptstadt grüßt. Grüße zurück nach Berlin, dem Dryaderion heißt er. Dryaderion. Ich muss mal eben gucken. So ein paar haben mich hier verfolgt, während ich offline war. Er war dabei. Ich kann euch das zeigen, denn meine Programme zeichnen das alle auf. Da ist er. Danke dir. Die zeichnen das alle auch, wenn ich offline bin und jemand folgt mir dann. Dann sehe ich das und dann kann man das ja mal nachspulen. So, Stuttgart grüßt mit einer Niederlage. Ja, in der Tat. Hab gestern das KW bestellt für mein Auto. KW. Was für ein KW? Jetzt sag nicht, du wolltest noch ein bisschen aus deiner PS-Schleuder rausholen. Alles gut, etwas windig, nichts Wildes. Ja, so wild war es auch nicht. Das war so 20 Minuten hier hinterm Teuto. Doch wenn genug Server frei sind, kann man auch bei Nicht-Partnern die Qualität. Ach so, okay. Okay, aber auf den Samstagabend Homebutton ist das doch eher unwahrscheinlich, oder? Das streamen doch so viele. Ach so, Fahrwerk, alles klar. Tiefer, schneller, breiter. Naja, ah, ich wollte heute ein bisschen mit euch Real Talk sprechen, ne? Corona Real Talk. Meinst du drittes Jahr? Na, mal gucken, mal gucken. Ich meine, sie haben ja auch 3 Jahre gebraucht, um abzusteigen. Dann können sie sich jetzt auch erstmal 3 Jahre halten. Wie ist es? Geht gut? Geht selber gut? Jo. Passt schon. Achso, ich bin unten auch noch auf dem anderen Account, aber da kann ich eigentlich wechseln, weil ich mit dem schon eigentlich alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Komischerweise. Naja. Wir gucken mal. Warum bin ich eigentlich hier beim Avatar? Muss ein bisschen überlegen. Ich hatte heute auch einen scheiß Tag, muss ich sagen. Heute Morgen habe ich. Ich musste heute Morgen so blöde früh raus, weil ich arbeiten musste. So muss ich sagen, auch wenn es von zu Hause ist, aber trotzdem muss ich aufstehen und muss irgendwas tun. Und da haben mich einige Server ziemlich abgefuckt heute Morgen.
Ah, das Problem war, das waren gar nicht viele. Das waren so, warte mal, zwei, vier, sechs. Na, das waren so 11 Systeme, glaube ich, nur. Allerdings so eine ganze SharePoint-Farm mit einem SQL-Cluster dazwischen und so weiter. Und dann muss ich die erst runterfahren. Dann mache ich einen Snapshot, also so eine Art Sicherung. Dann fahre ich die wieder hoch. Dann habe ich gemerkt, oh, beim Hochfahren, da passiert ja was. Dann booten die nochmal. Und die brauchen und die brauchen und die brauchen. Und das hat mich ziemlich angelullt, echt. Hast du alle Accounts selber hochgelevelt, gekauft, um Gottes Willen? Nein, nein. Nein, nein, ich habe keinen Account gekauft. Ausrufezeichen Beruf ist deine Wahl. Dryaderion, ja. Kilowatt ist Kilowatt. Okay. Also, ich habe alle, nein, nein, ich habe kein, ach, Gottes Willen, Accounts kaufen. Hallo, wo sind wir denn hier? Sind hier bei Clash of Clans und nicht auf dem Markt hier. So, mal gucken. Einige werden hier heute Abend dann diesen Clan hier verlassen, denn die nächste Liga steht ja erstmal an. Ich bleib beim Gary, glaube ich, ne? Gary, ich bleib bei dir mit dem Donnerbengel. Und hab noch zwei Neuner zu vergeben. Den Toto und den Chefkoch, die habe ich noch nicht untergebracht. Und die würde ich diese Liga gerne so ein bisschen irgendwo unterbringen. Alle Ballroll, bo, bo, bo. Drüja, ich kürze das einfach ab, okay? Ja, gerne, Toto. Ja, wenn ich da nicht wieder was vergesse, aber Liga habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie vergessen. Da hast du ja 24 Stunden auch für einen Angriff. Das geht ja wesentlich besser als zwei. Zwei geht ja gar nicht, hast du ja gestern gemerkt. Okidoki. Ja. Aber zwei geht gar nicht, hast ja gestern gemerkt. Und ich habe ja auch nicht mehr gestreamt. Das war nicht mehr notwendig. Ich bin gestern versackt. Naja, egal. Gar nicht mal weit weg, drei Häuser weiter. Ich habe mal alle meine Angriffe mit dem Thorsten schon vom Handy aus gemacht. Der L geht immer vor, ja. Freundschaften pflegen, genau. Und habe da schon alle Angriffe mit dem Handy gemacht, mit dem Thorsten. Nur ich habe von Sebi und von Alex die Accounts hier auf meinem Handy. Oh, jetzt kommst du aber mit einer Frage, mein Lieber. Ich bin nicht studiert. Ich bin nicht studiert. Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Das kann ich dir nicht sagen. Muss ich gestehen. Keine Ahnung. Vielleicht können es dir meine Söhne in ein paar Jahren sagen. Die haben ja noch jetzt, die sind in der 9. Klasse und haben das alles ja noch vor sich. Aber ich kann es dir nicht sagen. K.A. Ich habe aber heute oder beziehungsweise die Tage bei uns hier zumindest in der Zeitschrift gelesen, dass an 10. Stelle, weil sie auch halt sehr gefragt sind, IT-Berufe tatsächlich immer noch stehen, obwohl ich euch das nicht empfehlen kann. Also ich habe das zwar eingeschlagen, aber wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das nicht nochmal machen. Nur ist das immer noch ein, ja, es ist ein Berufszweig, der, glaube ich, noch ganz gern genommen wird, aber auch manchmal verschätzt wird. Manchmal verschätzt wird, je nachdem, wo du ja bist. Ich bin ja in so einem sogenannten operativen Bereich und arbeite halt auch tatsächlich noch ein bisschen mit Hardware. Allerdings planen wir auch jetzt unseren Keller in den nächsten 2, 3, 4 Jahren wirklich abzuschalten. Dann können wir da echt mal Tischtennis spielen. Und obwohl der schon so leer ist, wir haben ja schon eine virtuelle Welt aufgebaut selber. Also man kann sagen, eine eigene Cloud. Aber ich denke mal, auch bei uns geht das Geschäft ganz hart zum Clouting hin. Das heißt also, wenn irgendwo ein Kunde einen Server bei uns bestellt, dann bauen wir den nicht mehr bei uns im Keller, sondern dann bauen wir den irgendwo, keine Ahnung, AWS, Azure, Alibaba, in irgendeiner Cloud. Weil es ganz egal, wo wir den administrieren, ob das jetzt bei uns im Keller ist oder halt in den Clouds, das Latte, der Aufwand ist der gleiche. Ich bin Handwerker. Rittenhaus. Ich bin Handwerker. Ich bin nämlich Kfz-Mechaniker. Ich bin Kfz-Mechaniker und Industriekaufmann. Aber
Also ein bisschen Handwerk kann ich schon. Nur noch ein bisschen. Heute schaffe ich es nicht mal mehr, einen Nagel in der Wand zu ballern. Hätte ich mehr Zeit, Pokémon zu schauen, dein Leben. Leben ab 24 mit dem Wissen von 50 Jahren Arbeit. Ja, so ungefähr. Richtig. Hatte mich mal vor Jahren mit Servern beschäftigt. Da hatten wir schon Cloud-Server bei Amazon. Ja, Amazon, da betreiben wir auch schon sehr, 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 sehr lange Server. Eher gelohnt als eigenes Hosten, will gar nicht wissen. Ja, das eigene Hosten, wie gesagt, das geht bei uns auch raus. Das ist halt, weißt du, man macht sich ja Gedanken. Es kommen die Kunden. Die Kunden kommen ja heute mit SAP-Systemen, die nicht mehr so sind wie so traditionelle SAP-Systeme. Du hast eine Datenbank, du hast einen ERP-Server, davor hast ein Qualitätssystem, hast ein Entwicklungssystem. Und sondern heute läuft ja vieles, oder das ist ja auch die Strategie von SAP in der SAP HANA, also eine Datenbank eigentlich, die komplett im Arbeitsspeicher steht. Das heißt also, die Server sehen heute ganz anders aus. Wir hatten die Server mal ohne Ende Storage, wie blöde, damit die Datenbanken da reinpassen und Logs und weiß der Geier. Heute ist es genau umgekehrt. Da hat die Datenbank nur noch so einen kleinen Bereich, aber dafür, ich nenne mal so eine Zahl, 512 MB Arbeitsspeicher. Gigabyte, Entschuldigung. 512 GB Arbeitsspeicher und da ist das ganze Zeug drin. Und dementsprechend ändern sich die Systeme auch und die HANA-Systeme sind sehr, na, wie soll man sagen, sind sehr dynamisch, sehr performant und letztendlich kannst du dort, und sie sind natürlich sehr schnell, keine Frage, also Abfragen und so weiter im BW-Bereich oder HR-Bereich, die sind dann schon ein bisschen schneller als auf einer Platte. Allerdings setzen wir auch gar nicht mehr so viel Platten ein. Wir haben zwar noch rotierende Platten, also das sind nur 2,5er, aber wir haben auch bei uns, wir setzen NetApp als Storage-System ein und haben davor natürlich einen riesengroßen Cache. Ich glaube, wir haben so knapp 10 Terabyte allein an SSD-Cache nochmal vor den Platten. Und deswegen sind auch unsere Server nach wie vor sehr, sehr performant. Also ich freue mich immer, wenn ich ein Linux-System aufbaue und kann da eigentlich drauf handhaben mit Enter, Enter, Enter und es tut sich sofort was. Also du hast kaum Wartezeiten, egal was du konfigurierst oder verkonfigurierst. Und heute, ich weiß nicht, wie heute noch abgerechnet wird. Früher haben wir abgerechnet nach CPU-Zeit. Das heißt also, wenn ein Anwender, irgendein Disponent, hat eine Bestellung aufgenommen per Telefon oder was auch immer und tippt dort im SAP die Bestellnummer ein und drückt Enter, in dem Moment muss die CPU etwas tun und das haben wir uns früher bezahlen lassen, CPU-Zeit. Ja, das bezahlt der Kunde. Der Kunde bezahlt kein ganzes System für sich, sondern er zahlt die CPU-Zeit. Ist ein bisschen komplex. Ich muss mich leider immer noch weiterbilden, ja, auch mit meinem Alter. Das bleibt leider nicht aus. Das bleibt leider nicht aus. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, das wünsche ich euch auch. Das bleibt leider nicht aus. Ja, muss ich auch. Ja, manchmal aus eigenen Stücken, manchmal natürlich auch aus meinen Jahreszielen. Ich habe ja auch immer zu Anfang des Jahres meistens so Mitte Januar bis Februar sogenannte Personalgespräche, wie das so viele Firmen machen. Und dort gibt es natürlich Ziele, die man erreichen möchte oder erreichen muss. Wenn mein Bereichsleiter sagt, Thorsten, du musst hier die scheiß Windows-Scheine machen, mindestens ein MCSA. Das sind so drei blöde Windows-Prüfungen. Ich als Linuxer muss dann Windows-Prüfungen machen. Das ist ja nur auswendig Lernerei und irgendwelchen Multiple Choice ausfüllen. Ich brauche das Zeug nicht. Also ich habe heute zwar wieder Windows Server gepatcht, aber das kriege ich auch noch hin. Ich kriege die auch noch administriert. Ich kriege noch ein Active Directory administriert oder ein DNS oder ein DHCP, alles unter Windows. Aber oder auch Gruppenrichtlinien. Nur ist das nicht mein Tageswerk. Ja, manchmal mache ich Sachen, die habe ich dann schon ein halbes Jahr nicht gemacht oder so. Und muss plötzlich wieder, oh Gott, du musst eine AD anheben, also damit du einen nächsten Server reinbekommst, muss das Active Directory einmal angehoben werden, um den Level. Und da muss ich auch immer wieder gucken, was musst du eigentlich machen, was musst du beachten, damit du den Level jetzt anhebst. Das sind dann so etwas komplexere Sachen, die ich aber sehr, sehr selten mache, muss ich sagen. Mein Ding ist ja nach wie vor Storage und Backup. Ich bin so eine Backup-Tüte. Ich bin Mädchen. Ich sage immer, Backup ist für Mädchen, aber manchmal macht es auch echt Sinn. Ich hab schon viel restored, wo meine Kollegen mir auch dankbar für sind, wo ich dann gesagt habe, du, ich habe da noch eine Sicherung.
Da kannst du vielleicht noch was mit tun. Die habe ich vergessen zu löschen oder so, weil die irgendwo aus der Retention raus war. Und wenn ich dann sage, du, ich habe noch eine, die liegt da schon ein bisschen länger, die habe ich immer vergessen wegzumachen. Die ist nicht automatisiert gelöscht worden. Und das ist schon dann ganz schön, wenn man plötzlich mit Daten um die Ecke kommt, wo andere eigentlich meinen, die sind weg. Hier komme ich nicht mehr ran. Das finde ich mal ganz nett. Ich lebe zu Hause Windows, also es habe ich ja auch. Habe ich auch. Ich habe ja auch Only Windows 10 hier. Außer meine Frau, die hat ein Windows XP Notebook. Das geht auch nicht mehr. Leider nicht alle Anwendungen. Arch Linux. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe das auch schon mal probiert. Ich habe ein Notebook hier oben. Ein privates Notebook. Es ist ein etwas älteres IBM. Auch noch mit einem Ubuntu. Da kannst du aber dann auch nur noch so die. Ich sag mal so, die Standardsachen machen. Ein bisschen browsen. Vielleicht noch ein bisschen ja, so aus der Kommandozeile irgendwelche Sachen abfragen. Aber so wirklich komme ich auf dem alten Ding. Die Betriebssysteme gibt es halt nicht mehr für die etwas älteren Prozessoren. Also meine Frau hat die hat einen T60 Lenovo. Und das ist noch ein 32-Bit-Prozessor. Schon ziemlich scheiße. XP? Ja. Ja, die kann auch nicht mehr so viel machen. Weil Rollbube, die kommt jeden zweiten Tag hoch angeheult. Ja, die Seite lädt nicht mehr. Ich werde nicht mehr supportet. Passi Gaming, danke für deine Verfolgung und willkommen im Kanal. Jo, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich, obwohl im Titel steht ja Chillen und Chatting, also machen wir Chatting. Ich habe auch auf dem iPad hier eigentlich ein Dorf, was ich eigentlich gar nicht mehr bespiele. Da gehen jetzt gerade ganz, ganz viele raus aus dem Clan hier. Lass mal gerade überlegen. Ich glaube, ich muss noch bei einem Dorf hier, vielleicht auch bei zweien, da muss ich noch ein paar Punkte in den Pass spielen. Warte mal. Also, damit ich wenigstens die 15.000 Dunkles bekomme. Ich glaube, es war der hier. Jo. Es ist der Chef. Ah, jetzt muss ich eben mal überlegen, wie kann ich mich da selber wieder mal am besten supporten? Gift. So. Ich habe keinen Creator Code EC. Das ist ein ganz böses Wort, was du gerade hier reinnimmst, aber das kannst du ja nicht wissen. Ich werde auch nie einen bekommen. Na, vielleicht doch. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich die Hoffnung doch nicht aufgeben, denn Clash of Clans hat die Tage auf dem Discord wieder mal getippelt. Leute, wir sind wieder dabei, eure Kanäle zu checken. Und machen mal wieder so eine Art, ja, Status-Update. Was macht ihr eigentlich? Was bringt ihr eigentlich für einen Content? Und wenn der Content great ist, dann kann es auch sein, dass jemand jetzt so wie ich, der nicht 50.000 Abonnenten hat oder so, obwohl Noobs hat ja was anderes gemacht, der hat halt schon offizielle Sachen mit Dings gemacht, deswegen hat er auch einen Creator-Code. Aber ich bin halt jemand, der hat noch nie so viele offizielle Sachen mit Supercell zusammen gemacht. Aber vielleicht gefällt ihnen ja doch mein Content. Und ich werde auch, ohne dass ich jetzt 50.000 Abonnenten, also Abonnenten YouTube und Subscriber hier auf Twitch zusammen habe, der kriegt den irgendwann mal. Aber also die große Hoffnung habe ich nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich als letztes oder am Schluss. Aber ist es, das ist also, ich habe jetzt schon länger keinen mehr gehört, der mal gefragt hat. Ich finde es mittlerweile, wie sich die tägliche Chip-Architektur, Storage-Größen, M2, Speicher, ja, da kommst du auch nicht mehr mit. In der Tat. Ich habe ja einen sehr, sehr alten Rechner hier. Ich habe noch einen i5 und mit so ein bisschen DDR4 RAM. Jedes Handy, was ich hier habe, ist schneller als mein Rechner. Nur, wenn ich heute aufrüsten würde, also ich habe ja meine Rechner auch immer selber gebaut. Und ich habe immer um meine Netzteile, um mein Gehäuse ist ein altes Schiefdeck, das ist richtig, richtig alt. Immer nur rumhergebaut. Das heißt, wenn ich heute jetzt austauschen würde, dann wäre es natürlich Mainboard, RAM und vermutlich eine Grafikkarte. Das reicht. Der Rest, ich meine, warum sollte ich jetzt meine SSD tauschen, nur weil ich meinen Rechner neu mache? Der Blödsinn, oder mein Netzteil, das hat auch 6 oder 650 Watt. Das muss ich ja nicht unbedingt dann tauschen. Aber das stimmt schon. Also heute wüsste ich auch nicht so. Ich müsste mich auch erstmal länger schlau machen. Was gibt es eigentlich im Prozessorbereich jetzt für den normalen Geldbeutel? Bin ja jemand, der immer so ein bisschen Midrange gekauft hat. Das heißt also, ich habe meistens AMD-Grafikkarten gekauft, weil sie immer so für mich im Preis-Leistungs-Verhältnis halt am besten waren. Und
Irgendwann bin ich tatsächlich auch von AMD-Prozessoren auf Intel-Prozessoren gesprungen. Das heißt also, es kamen dann erstmal nur Intel-Prozessoren hier zum Einsatz, aber auch immer so Mid-Range, weißt du, bezahlbar. Mainboard und Prozessor mussten noch so im Rahmen des Möglichen bleiben. Was sage ich zu Quantencomputer? Na, die sollen mal ordentlich berechnen. Die können sie es mal heiß laufen lassen. Wie lange wir brauchen, bis wir den Coronavirus besiegt haben. Das war nur so dahergesagt. Ja, ich mache Follow for Follow, back auf Twitch, was? Das heißt, sobald ich eine Person X hat ein Follow dagelassen, followt diese Person sofort zurück. Okay. Okay. Passi, das bringt dir aber nichts, wenn ich dich jetzt followe und dich nie gucke, weil du irgendwie Minecraft bringst oder was weiß ich, GTA oder so. Dann bringt dir das nichts, wenn ich dich gefollowt habe. Der bringt es ja was, wenn ich deinen Stream besuche. Also so wie jetzt den. Eigentlich hätte ich jetzt heute Abend, hätte ich heute Abend nicht selber gestreamt, dann hätte ich heute Abend den Justin besucht, der ist nämlich gerade online. Den ClashGaming.de. Eigentlich ist er immer vor mir online. Mich wundert, dass er heute mal ein bisschen später ist. Und dann bringt das eigentlich was. Aber wenn ich dich nie besuche, weil du vielleicht kein Clash of Clans machst, dann bringt dir das nichts. So, Midrange ist völlig in Ordnung. Da kriegt man meistens sehr gutes Preis-Leistung. Ja, ich bin ja, ich muss eine Familie ernähren, weißt du? Und da kann ich nicht sagen, ja, hurra, Frau. Den nächsten Monat erstmal ein bisschen weniger, aber mein Ding hier hat den neuesten i7-Prozessor. Ist geil, oder? Dann sagt die auch, ist geil. Hells Bells, hallo Hells, grüße dich. Willkommen im Stream. Kreativecke ist ein guter YouTuber-Kanal, der sich mit PCs auskennt. Kannst ja mal bei ihm vorbeischauen. Ist ja interessant. Ja, ich bin so ein bisschen bei Nilsson mit drin. Bei Nilsson 1489 oder so. Der hat da auch ziemlich viel Schnall von. Ist zwar ein Softwareprogrammierer, aber dort bleibe ich so ein bisschen am Ball. Aber ich bleibe natürlich auch so ein bisschen am Ball in unserer Firma. Wir haben ja auch Desktops, oder wir haben Desktops und Macs, also Notebooks und Macs. Und ein bisschen bleibt man ja auch da am Ball. Allerdings ist das natürlich so ein bisschen immer der mobile Bereich. Danke, DBXN, LO, nee, L, nee, 1, 102. 102 erinnert mich gerade an Seven of Nine. Im Moment nicht, wir verlosen das immer mal wieder. Erinnert mich gerade an Seven of Nine, allerdings mein PC, das kann ich nicht mehr sagen, Adi, was meins gekostet hat. Weil meins ist schon uralt, ehrlich. Das ist schon 3, 4 Jahre alt oder so. Das war auch nicht teuer. Ich glaube, ich habe für Board und Prozessor 250 Euro bezahlt. Für die Grafikkarte auch. Und für ein bisschen Arbeitsspeicher, weiß ich nicht, 150 oder so. Das war jetzt nicht so das Dolle. Es reicht halt für das, was ich hier mache. Wenn ich hier jetzt High-End-Gaming spiele, dann kann ich das spielen. Aber wenn ich das streamen sollte, wird das schon ein bisschen fummeliger. Hast du den Link von dem großen Discord-Server, den du letztens im Video vorgestellt hast? Ich schaue Picard. Ich suchte Picard, ja. Ja, den habe ich. Warte mal. Ich kann euch da eben meinen Permanent-Link reinschicken, denn ich bin noch im Discord. Ich habe eben irgendwie vergessen, Discord auszumachen. Warte mal. Wo ist mein Discord? Wo ist mein Dizzy? Ach, da unten ist das Face. Ja, den kann ich euch reinlinken. Wo ich die Tage war, das ist der Discord von der Global Community und der hat eigentlich immer einen Einladungslink zum Verschicken. So. Das müsste der sein. Mein Discord seht ihr mit Ausrufezeichen. Discord ist auch ein permanenter Einladungslink. Und auch reinschauen. Ach so, ich habe ganz, ganz vergessen, dass wir heute gegen einen deutschen Clan spielen hier. Viel Glück euch, deutscher Clan. Luxus Camp. Die sind sogar bei mir im Discord, ist einer. Die sind sogar bei uns im Discord. Also da hat einer schon gesagt, ey Leute, wir spielen gegen euch. Ah, ist doch schön. Familiär geht's denn dann hier zu. Ich bin ja nicht mit dabei, denn mein Warden levelt noch so einen Tag. Und dann bin ich in jedem Fall für die CWL gerüstet. Aber eigentlich wollte ich noch etwas tun. Ah, vielleicht geht da noch ein Level hoch oder so. Mal sehen. Ich habe ja noch ein paar Gems über. Aber hier gibt es natürlich auch nette Sachen, habe ich heute gesehen, ne? Habt ihr eure Lieben schon beschenkt? Ich finde, das sind die besten Pakete hier.
Habe ich schon. Na, natürlich. Natürlich. Natürlich habe ich die gestern Abend geschaut. Allerdings habe ich gestern Abend auch noch eine Serie bis heute Morgen zu Ende, ganz zu Ende geguckt, weil ich da erst die ersten drei, vier Folgen geschaut habe. Also Picard habe ich gestern gesehen und ich denke mal am Ende bleibt es spannend, aber ich denke, wir sehen am Anfang der nächsten Serie, am nächsten Freitag etwas weniger Romulaner auf dem ehemaligen Borg-Kubus. Denn der junge Kämpfer ist ja an Bord geblieben, um Picard dort zu schützen. Und dann war das ja zu Ende. Und der letzte Spruch war ja, ich wünsche euch das Leben oder sowas. Oder irgendwie, der sagt ja immer, ich will nicht sagen, bettelt um euer Leben, aber das ist ja schon so ein Spruch. Oder wünscht euch das Leben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Nein, die habe ich noch nicht angesehen. Nein. Sein Clan hübschen gönnen. Wie meinst du das? Benutzt er den Hammer? Achso, ja, ich hab noch einen Hammer über, in der Tat. Ich habe hier noch einen Hammer. Allerdings sollte ich nehme den Hammer immer für ein Endlevel eines Helden, weißt du? Bin ich auch sehr eigen. Ich kann mir keinen anderen Hammer mehr leisten hier. Ich habe nur noch 26. Und deswegen nehme ich den am Ende. Das hat natürlich auch einen Grund, warum ich den am Ende nehme, weil wenn ich jetzt den Hammer nehme, dann kostet der, ich sag mal, ich, angenommen, ich mache jetzt den King. Der King kostet jetzt XX Gold. Also er kostet jetzt 160.000 und ich nehme jetzt einen Hammer, dann kostet er gleich 165.000. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Hammer so früh zu nehmen, so, wenn man jetzt auch keinen mehr nachkaufen kann. Wenn ich jetzt noch 10 Hammer nachkaufen könnte, Leute, dann wäre der Hammer sofort auf dem King hier. Aber habe ich halt nicht mehr. Und deswegen sage ich mir, der Hammer, den Hammer gönne ich hier dem letzten Level eines Kings, denn die vorherigen Level sind alle günstiger als der Hammer. Immer noch 8 Stunden hinter Klobrille. Okay, wie würdest du einen Blinden die Farbe Gelb erklären? Boah, ihr stellt heute aber ja, heftige Fragen, Ritter oder Rittenhaus. Das ist schwierig. Ich habe ja so einen halbblinden Bruder. Also mein Bruder ist ja so ziemlich fast blind. Und der kennt allerdings die Farbe Gelb. Aber wie sollte ich ihm Gelb erklären? Gelb ist halt sehr, sehr hell. Und Gelb ist halt sehr, 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 sehr weich. Eine weiche Farbe. Eine weiche, helle Farbe. Würde ich mal so sagen. Also derjenige kennt ja wahrscheinlich nur schwarz und vielleicht kann er sich vorstellen, wie weiß aussieht. So könnte man natürlich erklären, Gelb ist so ein bisschen etwas dunkler als oder viel, viel dunkler als weiß, aber mit vielleicht einen ganz kleinen Ton, so ein Sechzehntel schwarz. Dann wird es gelb. Besser eine, was sage ich mal, besser eine starke Behauptung als ein schlechter Beweis. Wählt das Leben. Genau, wählt das Leben, sagt er, genau. Wählt das Leben. Ah, ist cool. Allerdings habe ich gestern dann auch die Amazon-Serie zu Ende geguckt, bis zum Ende. Und zwar hatte ich da die Tage schon mit dem Blutigen mal rüber gesprochen. Ich fand sehr erschreckend, muss ich sagen. Und eigentlich holt einen als Deutschen immer die Vergangenheit so ein bisschen ein. Und wenn du dann sowas Übertriebenes auf Amazon Prime siehst, ich habe die Serie Hunter geschaut und ich war erst bei Folge 3 oder 4 und ich habe heute nachgedacht, komm, die zockst du dir jetzt eben mal rein und habe die dann bis zum Ende geschaut. Es wurde mir dann zum Ende hin auch so ein bisschen dahergeholt. Ich sag mal so, bis Folge 3, 4, da konnte man, ich meine, man kann dem gut folgen. Man muss halt immer sehen, Zukunft und Vergangenheit. Und das Ganze spielt ja in den 80er Jahren. Aber es ist, naja, es ist schwer, davon was zu glauben. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dass davon doch einiges stimmt. Aber es ist auch, es ist schwer, das Ganze irgendwo zu begreifen, dass es so laufen kann. Können Regierungen so korrupt sein? Krass. General, auf General reimt sich was? Keine Ahnung. Muss ich nachlesen. So, Ferdinand hat mir nochmal die aktuelle Tabelle geschickt. Danke, Ferdinand. Das ist nett. Moin, Toto. Hallo, Jonason. Grüße dich. Wenn du wählen müsstest, ein Riesen-Luxushaus in einer kriminellen Wohngegend oder ein schlechteres Haus in einer Luxuswohngegend? Ich würde, glaube ich, keins nehmen, weil ich bin Luxus nicht gewöhnt.
oder gewohnt. Und deswegen ist, glaube ich, würde ich mir Luxus schon mal gar nicht gönnen. Aber ich wohne hier in einer Gegend, die ist in Ordnung. Dorf. Aber hier passieren auch Dinge. Also ist nicht ganz ohne hier. General, dann, okay, das reimt sich darauf. So. Auch nicht schlecht. Hallo King, Twitch, YouTube. Obwohl ich das gerade sehe. Ich habe ja meinen Livestream von gestern. Heute? Ne, gestern Abend habe ich den noch. 3 oder 2 Stunden bevor das Spiel vorbei war, zwischen der Global Community, habe ich mal hochgeladen. Ich wusste nicht, dass es diese Funktion gibt. Es gibt eine Exportfunktion von Twitch. Das heißt also, ich kann eigentlich meinen Stream nehmen und kann sagen, exportiere mir den mal direkt nach YouTube. Dann macht er das auch. Der macht das zwar ganz, ganz komisch. Der macht ja erst 3 Files, weißt du, und die rendern dann. Und wenn du da reingehst, dann sagt er auch, oh, das Video ist noch gar nicht da. Aber irgendwann ist dann da und ist auch in ganz guter Qualität, glaube ich, da. Deswegen gab es nochmal die 3 Stunden oder etwas über 3 Stunden auf meinem Kanal zu gucken. Das haben sich sogar nochmal Leute angeguckt, weil es keine Wiederholung mehr gab. Es gab ja keine Wiederholung, wir hatten ja Wartungspause. Und ich wusste aber nicht, dass diese Funktion gibt. Sie ist ein bisschen komisch. Und streng genommen, wenn es nach YouTube oder nach Twitch-Regeln geht, darf ich den Content, den ich euch jetzt zeige, wir haben es jetzt 21:42 Uhr, den darf ich euch eigentlich erst in 24 Stunden auf YouTube präsentieren. Also nicht schon morgen Mittag. Corona-Dinge. Ja. Hi Niklas, guten Abend. Der Lektus hat gerade hier ein Skin reingeballert. 6 Geschenke haben wir schon. Okay. Ja, die Geschenktruhe wird mal wieder gefüllt für die Primies. Zweideutig. Toto lebt nicht in einer schlechten Gegend. Trotzdem sind in seiner Umgebung sehr viel tot. Tot jetzt nicht. Ja, Hels, hast recht. Da muss ich dem Hels mal so richtig recht geben. Es ist aber jetzt richtig, mal richtig, richtig Ironie, wa? Ironie des Schicksals oder sehr, sehr sarkastisch, weiß ich nicht. Da hat aber der Hels absolut recht. Ich lebe nicht in einer schlechten Gegend, aber viele sind in meiner Umgebung tot. Ja. Ich habe keinen Creator-Code, Zoki, tut mir leid. Zoki, tut mir leid. Ich habe eine Nachricht auf Discord. Okay, ich gucke jetzt nicht nochmal auf Discord rein. Weil du hast mir zwar jetzt eine Nachricht geschrieben, ich gucke mal, was du mir geschrieben hast. Ich habe keinen Creator-Code, nein. Hast du mir da auch geschrieben? Tut mir leid. Ich kann euch, ja, ich weiß, morgen fängt der neue Pass an und Toto hat immer noch keinen Creator-Code. Gebt einfach den Creator-Code Sky ein oder Noobs im TV oder Izu, keine Ahnung. Bei Sky kriege ich immer Rabatt. Der hat mir mal den Vorschlag gemacht, nenn einfach meinen und dann gebe ich dir was ab, wenn ich meine Auszahlung kriege. Er ist Müsli, ganz klar. Er ist Müsli. Wie viele Accounts hast du? Oh, ich überblicke es gerade noch so. Aber ich habe schon, ja, weil die Tage hat ja einer gesagt, Alter, das erste Mal die Lela gesehen. Aber die Lela habe ich im November angefangen, um genau zu sein. Am 29., am 27.11., glaube ich, habe ich die Lela angefangen. Das konnte ich nochmal nachvollziehen, weil an dem Tag habe ich das Google-Konto eröffnet. Und wenn du ein Google-Konto eröffnest, bekommst du gleich von Google die Willkommen-Meldung. Und die E-Mail hatte ich noch. Und deswegen konnte ich das sagen. Was ist Queen Charge Hybrid? Oh, das kann ich, das könnte ich dir, kann ich dir das hier mal zeigen? Queen Charge Hybrid ist eigentlich so eine Armee, die ich hier mit diesem Account nicht habe. Die habe ich jetzt gerade mit diesem Account nicht. Aber wir können hier natürlich mal ein bisschen was mitmachen und können mal so ein Queen Charge Hybrid machen. Bodenwut. Ah, nee, nicht Boden. Na, egal. Egal, ich nehme einfach was. Ich nehme mal was mit, dann haben wir ein bisschen was zu clashen hier. I want the world. Verfolgt mich nun auf Twitch TV. Danke dir. Hast eine Taktik für einen CR, weil der CWL. Also ich würde fast sagen, gegen alles auf 2 Sterne gehen, Bowler Hixen Riesen. Allerdings glaube ich, sollte man schon im Rathaus-10er-Bereich, kann man ganz gut auf 10 gehen. Der Friedhof in deinem Dorf. Der Friedhof ist nicht in meinem Dorf, Ferdinand, sondern der Friedhof ist allgegenwärtig. Er ist nämlich ungefähr 10 Meter weit entfernt, da ist schon die Friedhofshecke. Also direkt an meinem Carport hier unter der langen Einfahrt. Dahinter ist unser Friedhof, deswegen wohne ich in der Gegend, wo viele Tote sind. Das meinte er eben da oben.
ich habe gesuppt, noch nichts bekommen. Was? Das stimmt nicht. Niklas, das stimmt nicht. Lass mal gerade gucken, ob Niklas da oben schon eben Sabi war. Oh, da hast du recht. Wieso wurde das nicht angezeigt? Das ist ja merkwürdig. Warte mal, im Chat wurde das schon angezeigt. Achso, ich habe gerade den offiziellen Chat auf. Weil ich habe hier auch noch nichts gesehen, ne? Also wenn du dann echt gesuppt hast, dann taucht das hier auch echt auf. Du hast ja wahrscheinlich jetzt nur die Erdnuss geholt. Für deine Kanalpunkte. Obwohl, die Erdnuss kriegst du ja nicht für Kanalpunkte, ne? Obwohl, du warst ja schon Subscriber. Und du hast hier nicht im Stream jetzt gesuppt. Weil das würde ich hier im Chat sehen und ich würde es auch im Bot sehen. Ist einfach so. Der Streamlabs-Bot lügt mich nicht an. Obwohl, tatsächlich eben warst du noch nicht. Obwohl, da oben ist der Niklas Niklas. Ach, da Niklas Live. Ach, das ist ja der Niklas Live und Niklas 0812. Okay, sind ja zwei verschiedene Niklas. Ich heiße auf Discord auch so wie hier, Toto. Okay, hier heiße ich ja Toto Clash, aber auf Toto heiße ich so. Ich habe eben gesuppt und draufgeklickt. 2-Monats-Abo. Da kommt dir nichts an. Hier ist nichts gekommen. Und hier ist eigentlich auch nichts an mir verloren gegangen. Ich kann gerne mal auf die Webseite gucken. Bei Streamlabs, ob der das vielleicht registriert hat. Aber eigentlich bin ich damit gerade verbunden. Und dürfte eigentlich nicht so sein. Ich kann es noch nicht mal nachspielen. Also ich kann es noch nicht mal nachholen, wenn ich etwas verpasst hätte. Ich kann es nicht mal nachholen. Der letzte war Herr Stransky und davor war Logenius. Die beiden sehe ich. Dann ist bei deinem Donaten irgendwas verkehrt. Weil der letzte, der jetzt gerade da war, das ist der Pixel, den kann ich auch nochmal nachholen. Hieß der Pixel? War das so? Pixel. Das kann ich nochmal nachholen, weil ich sehe, was hier passiert. K.A. kann ich nicht sagen. Technisches Problem nicht bei mir. Später in DE bitte einige annehmen. Ja, das kann ich machen. Achso, die kann ich jetzt schon annehmen. Warte mal. Ach nee, warte mal. Oh. Die kann ich jetzt schon annehmen. Erfahre. Mit wem bin ich denn nochmal da? Achso. Mit dem Barfuß. So. Ist nicht schlimm. Vielleicht kommt es ja später. Aber normal, wie gesagt, bekomme ich das an allen Stellen mit. Vielleicht, weil er nur den Sub verlängert hat. Ja, aber auch die Verlängerung müsste angezeigt werden. Ist so. Vor allen Dingen, wenn er es im Stream macht. Wenn er es nicht im Stream macht, müsste mein Programm das trotzdem mitbekommen. Und ich könnte das nachschauen. 2000 Stunden auf Video. Was heißt 2900 Stunden auf Video? Was ist Video? Das musst du mir mal erklären. Das habe ich schon mal gehört, Video, aber... So, hier kann ich ein paar annehmen. Hat noch keiner angefragt, Ferdinand. In welcher Liga findest du, kann man am besten dunkles Farm als Zehner? In der schwarzen Liga, finde ich, glaube ich. In der schwarzen Liga, also in Meister, glaube ich, findet man am meisten für einen Zehner. Vielleicht auch noch so Kristall 1 oder so, aber ich meine, du findest in jeder Liga gutes Dunkles. Nur auf andere Art und Weise, so muss man es ja sagen. Aber den können wir mal mitnehmen hier mit meiner kleinen Armee. Ich habe auch wieder was Komisches dabei, ich weiß. Ich nehme jetzt nur meine Karre mit. Wir gehen mal... Ach, das sind 13er. Shit, mit Fit. Ah ja, okay. Was willst du machen? Nur durch. Ich habe eine komische Armee am Start. Das ist ein bisschen Spenden. Und ich hab niemanden Worden. Na, Duppi. Stimmt, ich habe keinen Worden. Scheiße. Na, egal. Dann machen wir das halt wordenlos. Wir sind hier ja nicht bei Weichei. Sondern wir sind hier beim Toto Clash, aber die brauchen gar nicht zum Rathaus gehen. Die können ruhig rumfliegen. Ich mache jetzt den Fegern
Also den Fegern, eigentlich wollte ich die Feger nicht frosten. Die können ruhig rumgehen hier, die Drachen. Immer schön Piano, einfach so rumgehen und nicht das Rathaus machen. Okay, ja, haben sie doch gemacht. Was soll ich machen? Weil die Ressourcen liegen alle außen rum. Die Ressourcen liegen alle außen. Deswegen, ihr müsst das nicht tun. Ihr müsst das nicht tun. So, da vielleicht noch mal ein Lagerchen. Jawohl. Gut, das haben wir auch. Aber immerhin 52%. Gudi, hi Gizmo, grüße dich. Hast du auf ein Beispiel dein... Was? Oh, der... Ballert der wohl nochmal? Ah ne, dann brauche ich den nicht nehmen. In welcher Liga? Hast du Beispiel? Kennen die alle Accounts oder aufgeteilt? Nein, habe ich verschieden verteilt auf einige Geräte. Ich glaube, ich muss das jetzt mal ein bisschen anders nehmen. Aber ich hatte immer hier den Eisgolem und auch den Pekka. Das ist so ein bisschen Spendentruppe hier. Die etwas höheren Accounts nehmen das ab und zu mal ganz gerne. Und deswegen war ich eigentlich noch so auf dem Trip. Jetzt habe ich hier natürlich drei. Das passt jetzt nicht ganz. Das heißt, ich muss hier einen rausnehmen. Kommt ein großer Zauber nach. Und jetzt habe ich da keine Karre oder was? Ah, jetzt habe ich hier keine Karre. Okay. Ja. Ah, ist nicht so tragisch. Den wollte ich noch mal machen und einen davon. Ein Gift nehme ich dann nicht mit. Moin FC Barcelona. Moin FC Barca. Im internationalen Fußball weiß ich gar nicht, was abgeht. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Und, nee, schönen guten Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Was du auch immer machst. Lass krachen. Yannick vom Massiv. Hallo, guten Abend. Und auch den Luten Do HD. Schönen guten Abend. Toto, warum levelst du deine Belagerungsmaschinen nicht? Niklas, das kann ich dir sagen. Es gibt Sachen, die haben im Moment bei mir Vorrang im Labor. Und dazu zählen nicht meine Belagerungsmaschinen. Dazu zählen meine CK-Truppen, die will ich erstmal haben hier. Also den Eisgolem, der läuft jetzt auf 5. Und ich kann mir vorstellen, dass ich danach erstmal vielleicht die Hexe mache. Oder, na, Golem weiß ich nicht so genau. Aber vielleicht hier hinten noch was mit Elex. Ein bisschen geht hier ja auch. Deswegen, ich lege hier im Moment keinen Fokus. Beim Thorsten habe ich da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt, das stimmt. Weil ich auch immer unabhängig davon sein wollte, was ich so als Karre habe. Ich wollte immer eine Max-Karre haben. Aber hier beim Avatar ist das nicht so tragisch. Muss ich das nicht haben. Da liegt der Fokus wirklich auf CK und Helden, die ich machen muss und leveln will. Siehst du beim Spenden sowieso, Max? Ja, das kommt ja noch dazu. Durch die zwei Spenden oder durch die zwei Level ab, die es da beim Spenden gibt, kann ich die Karre ja auch Max rausgeben. Bodentruppen zum Beispiel, Riesenbohler, Pekka Wut. Da haben wir es wieder. Jetzt muss ich die aber gömmen hier, weil ich sie noch nicht fertig habe. Das ist aber nicht schlimm. Gut habe ich aber, glaube ich. Ja. Also ein bisschen muss ich hier auch ein bisschen. Also so ein bisschen muss ich ein bisschen. Ein bisschen muss ich ein bisschen am Ball bleiben. Was zu spenden angeht. Ich kann hier nicht so ganz so nachhinken. Denn das sieht dann auch immer. Ich mag das ja nicht. Ihr wisst das, ich mag das nicht, wenn ich mehr Truppen bekommen habe als gegeben. Das ist für mich ein No-Go. Dann spende ich. Dann fordere ich lieber nicht an. Das ist auch ein Irrgedanke, ne? Ich weiß. Ich weiß, es ist ein totaler Spleen. Auf welches Level geht der Klon auf Rathaus 10? Auf 3, ne? Kann ich mich da erinnern, dass der auf 3 geht? Lass mal gerade gucken, wie weit habe ich den denn hier? Ich habe den jetzt schon auf 5, da ist er im Max. Ist er das hier? Da geht er, glaube ich, auf 3, ne? Meine ich. Ich glaube, der geht auf 3, ja. Ich frage mal gleich in DE an und lade unsere Gastspieler ein. Das kannst du machen. Ja, ich bin bereit, habe ich ja gesagt. Ich habe einen Account heute Abend im kleinen Deutschland-Ad. Die ganzen Leute haben das da noch nicht ganz begriffen, was ich die ganzen Tage immer so als E-Mail raushaue, also als Clan-Mail, dass sie bitte den Clan leer machen sollen, weil wir halt die CWL hier schon verplant haben. Es sind jetzt noch ein paar drin, die will ich nicht kicken. Ja, die wollte ich nicht rauskicken, einfach so, sondern ich habe denen geschrieben, ihr kommt nicht zum Einsatz. Wir nehmen sie mit, aber die kommen nicht zum Einsatz. Und einige wollten bisher nicht hören. Wie viele Accounts hast du so im zweistelligen Bereich? Ich kann das nicht immer ganz liegen, weil dann wisst ihr, dann wüsstet ihr zu viel von mir. Und
paar kleine Geheimnisse will ich ja auch noch für mich haben. Anfrage ist raus. Also ich bin im Clan Deutschland, aber die Anfrage ist nicht da. Aber der Clan ist jetzt offen für vieles. Ist er gut auf Rathaus 10? Und wenn ja, was für eine Armee? Was meinst du? Lass mal gucken, welches Level geht. Ja, der ist in Ordnung. Da kannst du was mit Luft spielen. Zum Beispiel kannst du mit dem Klonzauber auch sehr, sehr gut so einen Elektrone spielen. Also einen Elektrodrachen, einen Loon, den irgendwo hinschicken, Klon draufballern. Das ist schon nicht übel. Sind alle deine Accounts so gut? Also das ist jetzt mein. Ja, ich bin so ein Maxer. Also ich habe keinen. Ja, okay, ich habe auch einen gerushten Account. Ich habe einen gerushten Account, aber ich habe auch den Toti. Und das ist aber jetzt mein Rathaus 12. Ich habe aber auch noch ein Rathaus 13. Da springen wir gleich auch noch rein. Kann man in deinen Clan? Niklas, dein Ernst? Immer rein, aber auch hier ist die CWL schon verplant. Wir haben jetzt die ganzen Tage gesucht. So, Baba King hat doch verlassen, aber Baba King, du hast nur angefragt. Merkwürdig. Naja. Aber wir suchen hier auch tatsächlich händeringend Leute. Wir sind im Moment nur 30 von 50. Wir werden jetzt runtergehen auf, weiß ich nicht, 18 von 50 oder sowas. Weil wir hier auch nur Rathaus 12 und Rathaus 13 spielen in der Meisterliga. Müssen wir mal gucken. Im Clan Deutschland Ed spielen halt unsere Zehner. Ich muss dann hier nachher auch raus mit dem einen oder anderen. Oder die sind sowieso gar nicht drin. Die sind gar nicht drin hier, die anderen. Ich muss mal nachfragen, was mit Thomas ist hier. Seit Saisonstart nicht am Start. Macht einen dann so ein bisschen Sorgen. Aber der ist eigentlich auch hier immer auf Twitch da. Und die Dinger sind auch immer voll. Das habe ich schon beobachtet. Keine Ahnung. Also Start ist unbekannt. Aber er wird hier sowieso nicht spielen, weil er dann drüben mitspielen müsste. Und Susan ist auch irgendwie noch nichts gespendet. Ich meine, die Liga geht ja jetzt schon mal so ein paar Tage, ne? Da kann man ja wenigstens mal einen Barbaren spenden oder so. Okay, Kaserne kann ich nicht. Bei DE, das benötigte. Ach so. Oh, Scheiße, Ferdinand. Du hast recht. Da war ich aber mal richtig garstig, wa? Alles klar. Jetzt kannst du reinkommen. Hast recht. Da stand der Filter auf 13. Doppelt gemoppelt hilft besser. Kannst du mein Dorf besuchen? Ihr könnt das jetzt mal gewinnen hier. Ihr könnt mal einen Dorfbesuch gewinnen. So, da ist der Ferdinand. Da mache ich den mal eben zum Fizi. Warte, ach nee, Baba King reicht ja zum Ältesten erstmal. Dann kann ich hier unten auf das Thorstendorf springen. Vielleicht haben wir hier unten auf dem iPad schon ein bisschen was, was ich euch zeigen kann aus dem anderen Clan. Toto live. Oh, ist was live. Ernsthaft? Kann ja Pilange. Geil.
So. Oh, waren das 3 Sterne und ich habe den Hype nicht an? Scheiße. Dödel. Und jetzt aber. Der ist ein alter Mann. Ach nee, ist nur Toto. Ah. Ist nur Toto. Okay, so. Totes Verlieren ist immer aus. Ja, die Sachen habe ich nach wie vor aus. Wir hatten die Spiele jetzt schon länger nicht mehr an. Ne? Vielleicht, weil wir ein paar neue Zuschauer dazu gewonnen haben, könnten wir natürlich auch die mal wieder anmachen. Warum so wenig Totos? Nügen verzockt seine Totos auch gerne. In der Tat. Achso, ihr könnt noch mal einen Hype loslassen hier auf den Kollegen, der gerade angegriffen hat. Herr Kinski. Nur um zu testen, ob es noch geht. Thiele. Thiele hat mal wieder was in seinen Instagram-Account gepostet, habe ich heute eine Nachricht gekriegt. Kommt der Hype nicht? Geht nicht? Ach, scheiße. Er ist nicht kaputt. Ja, Thiele hat heute wieder was in seiner Instagram-Story gepostet, obwohl ich es irgendwie gesucht habe, was da Neues war. Das letzte Bild war ja ihr da alle so. Beitrag in die Story. Ach so, das war in die Story, alles klar. Da kannst du mal wieder sehen. Ich und Instagram, weißt du, zwei Welten treffen aufeinander. Ich habe es echt gesucht. Ich habe gedacht, hä, das ist doch das alte Scheißbild von 2. Februar. Da muss ich dann noch mal ein bisschen genauer hingucken. Wo denn deine Storys versteckt sind. Oh, oh, oh. Mann, Mann, Mann. Geht ja gar nicht. Okay, so. Dann springen wir auf den 13er. Mal sehen. Wenn ich hier was mitkriege oder ihr bekommt was mit, springe ich wieder rüber. Aber CK ist jetzt heute nicht mein Fokus. Muss ich ganz klar sagen. Mein Fokus liegt heute nicht beim CK. Mein Fokus liegt auch nicht hier unbedingt bei den Events. Die sind zwar nett, aber ihr seht ja, ich bin hier der vollste Hund der Welt. Allerdings... Obwohl, hier habe ich noch das Dunkeldorf auch noch offen. Das muss ich noch machen in 10 Stunden. Also das kriegen wir noch hin. Ja, das habe ich bei den anderen schon fertig. Bei den Sachen hier gibt ja mal ein paar nette Sachen. Ja, aber das ist jetzt, da habe ich jetzt nicht so meinen Fokus drauf. Muss ich sagen, hier soll sich noch ein bisschen was tun. Und hier war ich... Immer kaufen, Heldenbücher immer kaufen, das ist cool. Denn habe ich noch ein Rühnchen hier. Ah, ich habe auch noch ein Rühnchen. Geiler Scheiß. Okay, dann kriege ich meinen Warden noch ein Level gelevelt morgen. Boah, den kriege ich noch mal einen dann hoch zur Liga. Wunderbar. Habe ich ein bisschen verpeilt, dass der bis 40 geht. Ich hatte immer noch so 30 im Kopf. Naja, okay. Dann gehen wir mal. Wir gehen gleich mal rüber. Lass mal gerade gucken, ob da. Überhaupt die Kamera auch an ist. Ah ja, ist auch an. Alles klar. Söderle. Auf den habe ich heute auch noch nichts gemacht, außer, glaube ich, das Ding hier habe ich mir abgeholt. Kein Thema. Und, aber mehr habe ich hier nicht getan. Ich weiß, ich habe noch nicht mal die grünen Kobis ausgebildet. Gar nichts. Hier gibt es auch nur Strunk. Kleinspiel habe ich mir mal abgeholt. Und ein bisschen Pass könnte ich mir noch abholen. Ich wollte allerdings heute Nacht noch ein bisschen suchten. Das können wir allerdings schon nehmen. Und wollte hier noch wenigstens vielleicht den einen oder anderen Trainingsrang abarbeiten. Das mache ich dann aber auch. Wenn ihr nicht dabei seid, dann mache ich ein bisschen Hardcore-Farm. Nur an einem einzigen Dorf. Und im Moment springe ich ja so ein bisschen rum. Ne? Jetzt muss ich hier gleich die Tech hier so eingeben. Na, das ist ja doof. Warte mal, wir hatten hier gewonnen. Oh, Chris. Okay, bei Chris brauche ich die Technik angehen. Wir machen mal einen Checkbesuch beim Chris hier. Wir machen mal einen Checkbesuch beim Chris Hollywood JR. Ich habe übrigens immer noch nicht hinbekommen, dass man hier am iPad wischen kann. Guck mal, ich kann irgendwie wische jetzt gerade, aber gibt's das nicht? Gibt's das nicht? Okay, so. Chris, lass checken, ob du ein bisschen weitergekommen bist. Wo bist du? Da oben. 97. Könntest du mich mal eine Truppe spenden, Mensch.
Besuch bei Thiele. Ach so, die gekauften Besuche, ja. Die gekauften Besuche Thiele hatte ich die Tage mal im Video gesagt, wo ich die Kanalpunkte mal abgearbeitet habe, offline. Das kann ich machen, muss ich aber nicht. Der Regulator, lieben Dank dir. Also es funktioniert noch. Ich weiß nicht, was eben bei Niklas das Problem war. Ach doch, jetzt sehen wir den auch bei Niklas. Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben wir den auch bei Niklas gesehen. Danke dir, Niklas. Und lieben Dank. Jetzt haben wir es auch bei Niklas gesehen und auch beim Regulator. Ich dachte schon, das wäre kaputt, aber dann gab es irgendwo anders ein Problem, oder? Vielen Dank, ihr beiden. Sehr nett und auch dem Skremel. Skremel heißt er so? Nee. Oh. Smelk. Der Smelk. Gibt ja viele, viele komplizierte Namen. Smelk, Smendrik, Schmendrik. Danke und willkommen. Hi Muxe. Alles klar, Niklas, funktioniert doch. Funktioniert doch. Bitte nur tasten, wo du Standardbild beide Möglichkeiten siehst, wie beim Komma. Okay, nur tasten. Na, ist auch egal, aber man kann, ich finde schon, dass man an dem iPad hier gut und schnell tippen kann. Aber lass mal eben den Chris checken hier. Chris ist schon ganz schön weit gekommen, auch mit Helden. Kann ich mich erinnern, als ich den Chris kennengelernt habe, sah er nicht so gut aus. Er hat wirklich viel getan für seine Helden, für seine Truppen. Aber es dauert halt auch. Er legt jetzt halt im Moment, glaube ich, ein bisschen mehr Fokus auf die Helden. Deswegen die dunklen Truppen. Na, gucken wir mal nicht hin. Aber da muss ich auch was tun. Das ist nicht mein Clan. Ich bin hier Gast in dem Clan. Also in dem Clan, wo ich jetzt bin, bei den Spätzle mit Soße, da bin ich Dauergast. Da kommt ihr als Rathaus 13 in rein. Und ihr müsst dort Probeangriffe machen. Und zwar müsst ihr 20, 13 aber uns im First Fresh Hit auf 3 Sterne legen, dann seid ihr bei uns angenommen. Das ist mal knackig, ne? Ist ein Scherz. Aber ab Rathaus 13 nehmen wir auf. Oh, das wird immer dunkler, dein Dorf auch, seh ich gerade, Chris. Das sieht sehr, sehr schick aus. Allerdings musst du dich mal so ganz, ganz langsam von den Drachen verabschieden. Das siehst du ja auch bei unseren Angriffen, die wir so machen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ja? Irgendwann funktioniert es nicht mehr, aber dorfmäßig, da müsste ich jetzt mal ein bisschen in meinen Streams zurückspulen. Ist das schon eine Steigerung? Ich würde sagen, so um 65,43%. Ungefähr. Das sieht gut aus. Ich weiß, die Helden sind echt quälend langsam und ich kann mir auch schon vorstellen, dass er auch schon öfter mal auf dem Rathaus war und wollte klicken. 10, 10, 10, 10, 10. Aber macht's nicht. Und je höher die Helden sind, desto einfacher wirst du feststellen, ist einfach der Start auf Rathaus 10. Es ist so. Cool. Freut mich, dass du so weit gekommen bist. Lass mal gucken, alter Rascher hier. Ah, hier rascht er auch nicht. Okay. Hier kannst du ruhig raschen, Chris. Hier kannst du durchraschen. Das ist die scheiß Dorf. Aber nimm ruhig mit, was so geht. Ich glaube, das Ding ist auch schon maxed, ne? Da gehen nur noch Mauern und Helden. Würde ich sagen, da kann man immer gut investieren. Also du kannst dann eigentlich immer ja alles gebrauchen. Aber wie gesagt, von der Drachenarmee, da muss ich irgendwann mal verabschieden. Aber sonst finde ich das gut. Da haben wir den Mappe wieder besucht. Also schon der zweite Besuch hier beim Riantora. Denn den haben wir schon mal. Das ist schon vor. Ah ne. Ja, Silvester kennengelernt. Das war kurz nach Silvester. Kurz nach Silvester. So, Felix, heute Nacht wieder CSGO grinden. Ah, da ich ja, ich sehe euch. Ich sehe euch. Kommt alle zu Strömen. Genau. Die gibt es ja auch wieder. Die gibt es auch wieder. Also, wenn ihr in den Clan wollt, dann müsst ihr verteidigen, wie der Doc hier. Oder ihr müsst halt so cool angreifen. Was haben wir denn eigentlich? 25 oder 30? Wieder ein 30er. Geiler Scheiß. Und wir haben auch gestern wieder heftiges gewonnen. Ne? Meine Herren, ey, ich hätte es wieder mal nicht für möglich gehalten, dass wir auch den CK, achso, wir haben noch gar nichts gemacht, okay. Habt ihr schon Besuch gehabt? Wo ist der Toto hier? Wollte gerade sagen, 3 schon kassiert, ne? Nee. Bin ich gar nicht dabei oder was? Boston. Eschlo, Micha, Doc, harmlos. Kann ja nicht sein. Ach, da bin ich, bin auf 18. Oh, bin wieder ein bisschen gestiegen. Okay, bin auf 18 hier. Naja. Aber mein Dorf hält eigentlich ganz gut. Also wenn es immer einen Angriff nur auf 2 hält und dann erst gedreiert wird, ist das für mich ein absoluter Erfolg. Da muss ich das nicht großartig umstellen.
So, ich will nur Gold, dann mach mal 15 Missionen. Ach, ihr damit euren CSGO. Aber der Felix hier, ihr seht ja meinen Moderator Felix und auch Thiele. Obwohl Thiele habe ich noch schon ewig jetzt nicht mehr gehört und gesehen. Felix ja schon ein bisschen eher. Sind auch ein bisschen. Also Felix ist auf jeden Fall Twitch aktiv. Der spielt immer mal wieder CSGO. Mods Party oder was? Ja, die sind eher. Das ist keine Mods Party hier, aber die beiden sind ja dann doch eher selten da. So dass Gary hier eigentlich heute mal. Heute kann sich Gary mal zurücklehnen. Ich bin Pay to Win. Pay to Win gibt es nicht, Green Tornado. Es gibt nicht Pay to Win. Bei Clash of Clans. Das gibt es hier nicht. Es gibt hier nur Pay to bist etwas schneller als alle anderen. Aber hast nichts davon. Aber hier na, natürlich, ich kaufe hier immer ein hier. Ich fange hier immer an. 109 Euro, ah ne, die gibt es im Moment gar nicht. Nein, ich bin hier ganz, 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 ganz normaler Clasher. Ab und zu gönne ich mir hier ein Paketchen. Im Moment brauche ich keins. Und dann, glaube ich, habe ich noch nie, obwohl ich glaube, ich habe einmal schon über 10 Euro ausgegeben. Das war beim Rathaus 11 Paket, ne, als der Adler kam. Das ist aber auch schon ein paar Tage her. Aber sonst kaufe ich hier nichts. Nö. Außer den Pass. Den Pass kaufe ich. Morgen früh ist der Pass wieder dran. Und sobald hier morgen früh da oben, da in der Richtung, da unter den Belohnungen steht, kaufe den Pass, bin ich wieder dabei. Habt ihr schon gesehen, ne? Hatte ich mir schon gedacht, der geleakte Skin, der jetzt kommt. Wir haben jetzt den Primal Warden, wir haben jetzt den Primal King. Und dementsprechend gibt es jetzt auch, wie heißt nochmal der Säbelzahntiger aus Ice Age? Ich wollte heute nicht nach dem Namen googeln. Diego. Diego. Diego heißt er. Die neue Queen hat Diego auf dem Kopf, genau. Wie viel Säbelzahntiger da wohl dran glauben mussten. Kannst du mal meine Base anschauen? Das darfst du fragen, ja, aber wir hatten jetzt eben gerade so eine Verlosung davon und so mache ich das. Oder halt über diese komischen Kanalpunkte, die du unten im Chat siehst. Thiel ist auch nie da. Thiel ist auch nie da, genau. Felix ist mal da. Felix macht ab und zu mal einen Stream, ja, das sehe ich. Insgesamt ausgegeben, ach so, ja, da ich nur reinpay in diesen Account hier und in den Rathaus 12 Account nur den Pass bisher gekauft habe, kannst du dir selber so ein bisschen ausrechnen, dass es jetzt so nicht so ultra viel ist. Ich meine, es ist dann halt jeden Monat der Pass, das sind dann 10 Euro ein paar kaputte, weil ich mir halt zweimal gönne für einen 13er und einen 12er, aber es hält sich in Grenzen. Bilbo Bratwurst, danke für die Unterstützung hier mit Twitch Prime. Vielen Dank. Schon zweiten Monat. Bilbo. Ehrenmann. Selber Ehrenmann. Viel Liebe hier für den Bratwurst. Der Bilbo Bratwurst. Bilbo Bratwurst. Das würde auf eine Parodie passen, ne? Zu Herr der Ringe. Bilbo Bratwurst ist unterwegs. Ja, wir können hier eigentlich auch was tun. Angreifen tue ich ja nie mit dem hier, sondern ich mache ja immer nur. Will ich farmen? Lass mal gerade checken hier. Ich habe eigentlich immer was zum Spenden am Start. Weißt du, du denkst, dass du schaffst, hier zu spenden. Du denkst es nur. Aber Zauber habe ich noch geschafft und ein Blimp. Ach, schaffe ich nicht mehr. Okay, du denkst es nur, dass du schaffst. Na egal. Ich muss die Tat Zauberspenden ja immer noch machen. Wie viel habe ich da denn eigentlich? Da oben. Geteilte Freude. Oh, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. 9 Stück haben wir 9000. 1009 Zauberplatz noch. Das ist auch eine Tat, ey. Liebe, Ausrufezeichen Liebe. Da mache ich was. Sascha, da können wir uns was einfallen lassen. Ganz sicher. Oder irgendwie, warte mal, ein Sapphype oder sowas. Ein Sapphype, irgendwie. Hallo Star, grüße dich. Moin. Ja, dann gehen wir hier trotzdem auf die Suche, würde ich sagen. Denn hier werden ja alle angegriffen. Nur unsere Leute greifen nicht an. Dann mache ich wenigstens mal ein Angriffchen hier. Mach doch die Kobold-Mission. Ja, ich weiß. Aber da, Thiele, das ist nicht so mein Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Bauarbeiter frei. Drei Stück sogar, ne?
Drei Stück. Ich wollte hier eigentlich jetzt die Kobold-Sachen machen in einem Tag. Denn mit Thorsten mache ich ja eigentlich immer alles. Auch so ein Dorf hier. Mal eben checken. Single. Oder können wir von hier losgehen, oder? Single. Single Inferno ist hier der Lauch. Okay, kommen wir da denn gegen an? Kein Fries. Aber doof, ne? Aber wir haben ein bisschen Spam am Start, ne? Ja, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Wo machen wir uns das Loch? Wo machen wir Loch auf? Würde Mr. Mobile finden. Wo machen wir Loch auf? Hier. Hier ist gut. Okay. Kurz mal die eigenen nehmen. Einen eisigen da. Achso, ja, ich habe jetzt natürlich ein bisschen. So ein bisschen habe ich jetzt natürlich. An Spam dabei, beziehungsweise so, die müssen da aber durchgehen. Wir schauen mal. Die royale Championatin. Ach, ich habe einen Sprung vergessen. Ach, scheiße. Die müssen da ja auch irgendwie rüber jumpen, ne? Jo. Echter Held, der Toto. Okay, die müssen da auch irgendwie so ein bisschen rüber jumpen. Wer ist denn eigentlich gerade im Fokus hier? Der Dicke oder was? So, oh. Großer Panikalarm. Da kommt ja ein bisschen was raus. Dann nehmen wir die nochmal mit in Pflicht hier. Aber das sieht noch ganz gut aus. Komm, komm, komm. Hier nochmal ein bisschen mehr reingesetzt. Ja, ein Heil habe ich sogar noch. Alter, ich habe sogar noch ein Heil. Ist nur mein Angriff hier. So, ich glaube, der könnte da aber ganz gut sein. Und der Lucky dort ganz gut. Und dann können wir hier ein bisschen clean uppen. So, ja, die war jetzt nicht so schwer. Das war jetzt mein Tagesangriff erstmal. Erstmal machen. Dann machen wir mal ein bisschen Kubis. Hallo Luis, guten Abend. Lectus, wie stellt man beim Angriff zwei Leisten mit Truppen und so weiter gibt? Zwei Leisten geht nur mit Tablets. Ja, in der Tat, das geht nur mit Tablets. Das geht am Handy nicht. Aber ich habe hier nur eine Leiste, also mir reicht eine Leiste, weil ich habe das noch nie gemocht mit dem, mit den zwei Leisten. Muss ich ganz klar sagen. Habe ich eigentlich meine Super-Kubis hier in der Ausbildung? Ja, da ist sie doch. Da ist sie doch. Ich glaube, ein Heil brauche ich da nicht. Ne? Ein Heil brauche ich da nicht. Dann nehmen wir lieber noch einen Wut dabei und einen Gifty. Also passt das. So. Ja, das kann man hier irgendwo umstellen. Oh, ich bin ja mal auf Deutsch hier. Ich muss mal eben gucken. Auf dem deutschen Client. Ich arbeite da ja auch immer unterschiedlich. Gab es gestern Abend den Stream vom Nupsi? Was gibt es eigentlich im Englischen? Was gibt es denn im Englischen? Deutsch, Englisch. Mal sehen, ob wir da neuere News sehen als die News. Gab ja dieses ganz kleine Update, das habe ich gar nicht. Ja, dieses Mini-Balance-Update hier, das habe ich jetzt gar nicht auf meinem Kanal behandelt. Das fand ich jetzt nicht als Folge wert, so nach dem Motto, boah, voll das Update. Deswegen habe ich da gar nicht so gesagt. Naja, gibt halt nicht so viel. Aber hier könnte ich natürlich ein bisschen anders bauen. Wir könnten ein paar Hexen mitnehmen, fünf Witches, paar Bowler. Dann hätten wir das zusammen gemacht, ne? Kann man auch machen, oder? Ja, so genau. Muss ich mal schauen. Ich will jetzt erstmal sehen, dass ich meinen letzten Held hier fertig mache. Oh, scheiße. Base geleakt von Euda, das geht ja nicht. Ja, das kann ich nicht machen. Zwei Leisten. Ach so, ja, die zwei Leisten, die lassen sich, glaube ich, auch hier irgendwo einstellen. More Settings hier. Gebt hier ruhig mein. Nein, ich will es nicht kaufen. Gib hier nur mein Code ein. Hier unten. Ich glaube, er geht immer noch nicht. Lass mal gerade gucken. Warte mal. Toto. Shit. Da müsste er da halt irgendwas anderes eingeben. Was weiß ich. Sky. Sky geht. Jawohl. Ich glaube, hier konnte man das irgendwo einstellen. Mit der Doppelleiste. Extended Bar hier, das ist das hier. Use Extended Deployment Bar. Dann hat man das zwei. Aber das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie genommen. Das mochte ich schon beim Android-Tablet nicht. Ja, Nügen. Danke für deinen Armeevorschlag. Fünf Pfeiler.
Egal welche Ratostufe, okay. Hi Turi, grüße dich. Zwei Leisten geht nur mit Tablets. Wie stellt man das ein? Ist so ein Keck. Oh, so ein Keck ist er gar nicht mehr, Thiele. So schlimm ist es gar nicht mehr. War schon mal schlimmer. Das war schon mal schlimmer, aber hier greift gar keiner an hier. Aber das ist bei uns immer so, ne? Wir machen immer so einen kleinen Trojaner. Krieg ich hier Lack? Ne, harmlos. Na, mal gucken. Savage Kings, ich weiß auch gar nicht, wo die aufgestellt sind. Champion 2. Also auch der letzte Clan krieg ich hier wieder unterirdisch. Echt unterirdisch. Also jetzt vom Gegner. Ich weiß nicht, wie wir das manchmal machen. Wir waren gnadenlos hinten und dann ballern wir hier trotzdem noch 20 Dreier raus. Keine Ahnung. Ich habe manchmal echt keine Ahnung. Wie die das dann tun. Und es ist nicht immer, ach so, eben hat ja jemand gefragt. Vielleicht ist er noch da, dann beantworten wir die Frage mal. Queen Charge Hybrid, das ist es. Hybrid ist also, du nimmst ein paar Hawks und nimmst ein paar Miner. Das ist da eigentlich mit gemeint. Nimmst einen Kill Squad, nimmst deine Queen mit einem Queen Charge oder mit einem Queen Walk. Hier ist es so ein bisschen, ja, man kann chargen, man kann walken. Das kommt immer ganz auf die Base an. Der Charge geht halt rein in die Base, der Walk geht halt rum. Je nachdem, wie du es willst. Aber eben hat das ja jemand gefragt hier. Ist Rock Clash of Clans. Achso, okay. Ich gönne mir momentan alle Angebote. Okay, echt? Okay. Nicht schlecht. Also insgesamt kann ich dir das nicht sagen, Green Tornado, wie viel ich ausgegeben habe. Keine Ahnung. Bestimmt 100 Euro. Also überdimensional viel. Ich bin Anfang Rathaus 11, kriege aber bei 3200 Trophäen nur gemaxte 11er. Ist das normal? Ja. Oder du kriegst halt sogar 12er als. Natürlich kriegst du sogar 12er als, als Gegner. Das ist normal, ja. Und gemaxte, ja, wenn die bei dir mit in der Liga sind, dann ist das so, ja. Luki, bist du 46? Danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Bin schon bei 2K mit Clash Royale dazu. Okay. Uff. Alles klar. Naja, gut. Wenn es ein Hobby ist, ist es ein Hobby. In Hobby steckt man halt Geld rein. Das ist eher ein meiner Angriff. Ich habe aber gesehen, so ein, zwei Hawks hatte er dabei, oder? Oder war das doch eher ein meiner Angriff? Ah, kann sein. Klambuch haben jetzt sehr, sehr spät, ne? Ah, der noch schön gemacht. Wollte eigentlich gar keine Flips futtern, sondern ich wollte erstmal eine Corona-Tablette nehmen. Die gab es auch in der Apotheke. Als Willkommensgeschenk. Das mache ich auch, ja. Allerdings so casual kann man gar nicht spielen. Einloggen, Truppen spenden, Truppen fordern, Tagestruhe abholen, Tages-Shop-Angebot abholen, wenn es eins gibt und dann bin ich wieder raus. Moin Turbo. Achso, bezahltes Hobby, okay, ja. Wenn das so ist, dann ist das in Ordnung. Wenn das so ist, ist das absolut in Ordnung. Ich zahle ja auch für meine Hobbys, so ist ja nicht. Clash of Clans ist jetzt eins meiner Hobbys, aber es ist ja nicht so, dass ich da übermäßig viel Geld reinlege und immer Angebote kaufe. Und sondern ich drehe jeden Cent fünfmal um. Turbo, du auch? Hi Luki, danke nochmal. Also ich glaube, Frankie hat sie letztes Mal auch schon erwischt, oder? Ach nee, das war der. Das war der letzte Clankrieg hier. Das war ja der letzte Clankrieg hier. Ja, ich habe eigentlich ganz gut gewirtschaftet hier. Auch hier im Dunkeldorf. 14 Mauer noch. Haha, hurra. Und hier habe ich mal Auto frei, weil ich hier nicht mal im Moment. Obwohl. Ich habe kein Goldrühnchen mehr. Ich muss tatsächlich farmen. Aber mit dem Heldenbuch hier und dem Hammer geht in jedem Fall mein King hoch. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich meine, spätestens morgen früh gibt es jetzt 250.000 mehr drauf.
Und dann ist er fertig. Dann ist er fertig. Aber ich wollte noch ein bisschen Dunkles heute Abend reinfahren oder heute Nacht. Denn ich muss noch ja eine Forschung im Labor machen. Aber der kostet schon mit Pass 200.000. Deswegen überlege ich gerade, wie ich das mache. Fahre mich jetzt 200.000 rein und mache den. Noch für 200.000, morgen früh ist er teurer. Wenn der Pass wieder anfängt, dann kostet der wieder scheißen viel. Und genauso mein King. Deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn wir 224.000 noch schaffen. Das schaffe ich auch noch heute Nacht. Ich meine, die Nacht hat jetzt gerade erst angefangen und der Tag hat 24 Stunden. Und wenn das nicht reicht, Kollegen, wisst ihr, dann nehmen wir die Nacht mit dazu. Wunderschönen guten Abend allerseits. Guten Abend, Herr Gesu. Na, alles cool bei dir? Zock, free to play. Ich mache das, ja, mit dem anderen Accounts mache ich das auch. Ich meine, der Thorsten hier, dass ich da reingepayt habe, ja. Asche über mein Haupt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich habe ja auch wieder ein bisschen was angespart. Und den einen oder anderen Trank hole ich mir hier noch raus, denke ich mal. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr hier. Drei Trainingstränke. Und ich glaube, das sind hier noch mehr, ne? Vier Trainingstränke. Und dann habe ich ja hier auch noch ein paar. Kann hier noch einen kaufen. Ah, ne, heute nicht. Aber dennoch. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Scheiß auf den Zauber, Toto. Ja, das mache ich auch. Den mache ich fertig. Den mache ich fertig. Ich weiß, scheiß auf den Zauber. Nein, nein, Vita, ich mache natürlich erst den Helden, klar. Ich mache erst den Helden. Der ist morgen für fertig. Den brauchst du sowieso nicht. Ja, ich habe die Tage wieder jemanden gesehen. Das war aber bei der GML, die da mal wieder mit angegriffen haben. Kann ich Ihnen dann klarkommen? Immer rein hier. Immer rein hier. Das sind die Bedingungen. Vorstellung, Testkampf bei Annahme. Testkampf habe ich ja eben schon erklärt. Ihr müsst 20 Rathäuser von uns dreiern im Fresh Hit. Dann seid ihr hier mit im Clan. Heute sieht es noch gut aus. Heute sind wir noch 48. Morgen sieht das nicht mehr so gut aus. Heute Nacht werden sich ja auch wieder alle in viele Winde verstreuen. Ich werde wieder in den Clan GSI Warrior, denke ich mal, gehen. Es gab noch gar keine Ingame-Post oder gab es schon Post hiervon? Es gab noch keine Post. Es gab noch keine Post, wer wohin geht, aber ich werde, glaube ich, wieder zu den GSIs gehen und werde da wieder Liga spielen in Champ 2. Mal sehen, ob das dann nicht ein bisschen weitergeht. Bei den Herausforderern auch in der Tat, ja. Da sind wir auch gerade am Splitten. Da könnte ich eigentlich auch kurz mal rüber gehen. Nicht zu den Herausforderungen, doch, da können wir auch kurz mal rüber gehen. Warte mal. Ich muss eben mal auf das Main-Dorf dann springen. Sonst liege ich immer hier meine Accounts und das ist immer ein bisschen doof. So, gehen wir mal eben einmal auf den Buffy. Ist ja hier geladen. Ich brauche immer noch so ein Transition-Bild, so, boah, so ein Effekt. So, Abracadabra. Szenenwechsel. Aber hier hat eben auch noch keiner angefragt. Ach doch, Dreamkiller ist da. Moin den Anwesenden. Ja, wir müssen hier genau gucken, Ferdinand, dass wir hier nicht die Leute mit reinnehmen in die aktiven Kämpfe, die hier nichts zu suchen haben. Es gibt hier ja ein paar, die haben ja aber nichts zu suchen. Lutz, Susi, hier unten so ein paar, die nehmen nicht dran teil. Ich hab das extra geschrieben. Hier. Die noch hier sind, kommen nicht zum Einsatz. Nicht. Mit nicht meine ich auch wirklich nicht. Da müssen wir drauf achten. Da müssen wir drauf achten. Aber ja, und den letzten, ich habe ja jetzt, also ich muss sagen, ich finde das immer ganz gut, dass wir den Clan Deutschland aufmachen hier, auch so ein bisschen für die Clanspiele und für ein paar CKs. Aber ihr habt das wahrscheinlich in der Woche gemerkt. Ich war ziemlich derbe abgenervt wegen dieser Bude hier, weil hier halt diese ganze Scheiß, ich will nur Max-Truppen-Scheiße und so war. Da war ich ziemlich abgefuckt. Das hat mich so abgewurmt, dass ich ja auch gesagt habe, 2 Tage jetzt vorher, ich spiele kein CK mehr hier, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und dann haben wir hier nur noch gewartet, dass die Clanspiele heute aus waren. Ich hätte, weiß ich nicht, da habe ich überhaupt kein Verständnis für gehabt. Ich bin jetzt nicht so einer. Ich meine, klar, wir spielen hier Clankriege, jeder will das Beste geben, aber beim 90-75,
Was willst du denn da machen? Und einige waren dann auch nicht so die Top-Angreifer hier, muss ich dann auch dazu sagen. Ich denke mal, die Events kann man eh nicht mehr sehen. Es war ja die Wartungspause. Das ist auch mal wieder so aus meiner programmiertechnischen Sicht. Obwohl, doch dieses Mal kann ich das verstehen. Dieses Mal kann ich das verstehen, warum alle Wiederholungen weg sind. Und zwar, manchmal verstehe ich es nicht, manchmal verstehe ich es nicht. Aber dieses Mal war ja eine Balance-Änderung drin. Diesmal war ja hier eine Balance-Änderung drin. Und diese Balance-Änderung, da stand es ja auch drin, tut uns leid, alle Wiederholungen sind mal wieder weg. Macht aber, also an der Stelle macht es Sinn, wenn ich jetzt so mal, wenn ich mich jetzt in die Datenbank reinversetze, denn alle neuen Kämpfe finden mit dieser Änderung statt. Und das, was du ja hier hast, das sind alles alte Kämpfe vor der Änderung. Das heißt also, alles, was du hier siehst, ist ja nicht mehr real, gibt es gar nicht mehr. Und deswegen fand ich diesmal, auch von meinem Verständnis her, ja, die Wiederholung können sie alle töten, aber manchmal verstehe ich es nicht, weißt du, da hast du irgendwie so eine People-Änderung. Was weiß ich hier, der Felsenwerfer macht jetzt da noch drei mehr Schaden und plötzlich sagen die, alle Wiederholungen sind weg. Okay. Also bei dem Ding hatte ich hier Einsicht, aber ich meine, was willst du machen gegen so einen doch starken Gegner und wir waren halt nicht ganz so stark. Mit ganz so stark meine ich manchmal auch ganz komisch. Ganz komisch hier. Naja, ich wollte da nichts mehr zu sagen. Der Schief hat, glaube ich, alles fertig. Ich glaube, hier brauche ich nichts mehr, ne? Da habe ich das fertig. Pass habe ich geräumt heute. Das Teil habe ich, glaube ich, auch. Habe ich das? Ja, habe ich mir abgeholt hier. Das war ja easy peasy hier, ne? 10 Sternchen eben mal machen in dem netten Dorf hier. Bin ich auch wieder ein bisschen weitergekommen. Ja, auch immer ganz schön. Hier können wir auch. Na, hier können wir eigentlich ruhig was machen. Wir können was bauen. Sehe ich gerade hier. Elixier-Kollektor. Hält. Hält. Okay. Ja, zum Farmen habe ich jetzt aber auch keinen Bock auf den Account hier. Naja. Beweise vernichten. Ja, das stimmt wohl. Beweise vernichten. Wenn man zuverlässige CKs ablehnt. Echt, meinen wir? Ja, ich meine, es ist ja auch schwer. Ich hätte ja jetzt auch den einen oder anderen mitnehmen können, so nach dem Motto, die haben sich hier so drauf verlassen, dass ich mit denen auch noch CWL spiele. Aber ich spiele keine 30er mehr hier. Body. Kann die Qualität niedriger als 1080, weil das zu gut für meine bescheidene Internetleitung ist und der Stream laggt. Kannst du das jetzt machen oder nicht? Weil eigentlich nicht. Full House ist aber doll. Okay. Wo waren wir denn eigentlich hier? Ah, den können wir machen. Oh, ich habe eine Karre. Ah, die behalte ich, die brauche ich nicht. So. Ach so. In Deutschland Ad habe ich. Niklas, ich habe es jetzt. Ich habe es ja jetzt eben gesagt. Ja, ihr könnt ruhig in Deutschland Ad rein. Das Problem ist nur, dass ihr nicht spielt. Ihr werdet nicht zum Einsatz kommen, glaube ich. Und das hilft euch dann nicht und meine mir hilft es auch nicht, aber euch hilft es am wenigsten. Ja, ich kann die Loons da nicht einsetzen, ne? Ich kann die Loons nicht einsetzen. Ups. Ja, ich kann die hier nicht setzen als Coconut. Ich meine, jetzt kann ich den setzen, da den einen, ja. Aber so wirklich auch nicht. Das konnte ich eben auf eben noch nicht machen, weil da noch die Luftabwehr war. So, da haben wir schon mal das Dunkle. Und unser King geht nach da. Passt. So, ich nehme jetzt noch mal den Coconut hier. So, dann gehen die in jedem Fall hier rein. Und dann nehmen wir die mal da in die Pflicht. So, nicht schlecht. Mal sehen, dass ich. Oh, Leute, 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 Leute. Doppelgift, Doppelgift. Und Fries. Clanburg habe ich mal Schiss vor. Toto, der Schisser hier vor der Clanburg.
So. Jo. Naja, wir haben uns ganz gut geschlagen. Das passt so, mehr will ich ja nicht. Guck mal, ich habe sogar einen Heiler-Switch hier. Perfekt. Oh, Käse. So, Qualität kannst du runterstellen. Okay. Ja, dann ist im Moment nicht so viel los. Denkst du, im nächsten Pass gibt es wieder Bauarbeiter? Oh, das weiß ich nicht. Was so im Pass ist, das wird eher selten geleakt. Oder wird eher selten vorher gesagt. Das ist ja nicht so wie bei den Clan-Spielen, dass man dann schon vorher sieht, was ist im Pass demnächst, Taco. Finn, vielen lieben Dank für die Verfolgung und auch dir willkommen im Kanal. Ja, die hatte ich. Nein, das war auch wieder so ein bisschen. Ich weiß, 6 Kokonat lohnt es natürlich nicht. Spendentruppe. Na, das war so ein bisschen so halbwegs. Jetzt so Spenden, bisschen Spenden hier, bisschen Spenden da. Aber den hauen wir hier auf Null, oder? Na, kommt der Tesla noch. Ah. Gut. Oh, danke. Die olle Falle da noch. Ah. Ist immer Zufall, was in Gold passt? Nein, nein, das ist schon vorgesetzt. Ich denke mal, nächstes Mal, jetzt im nächsten Pass, wird es wieder an Runen, kann ich mir vorstellen, wieder die Bilderrunen geben. Denn jetzt gab es ja für die normalen Dörfer die Runen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es im nächsten die anderen Sachen wieder gibt. Okay, dann schicken wir mal hier wenigstens so ein, zwei Bauarbeiter auf die Reise. Bombenturm, Kanone, Archer Tower. Boah. Wir nehmen mal den Bombenturm hier, glaube ich. Forschen haben wir noch. Forschung ist noch im Gange. Den mache ich jetzt auch erstmal weiter. Den Freezy hier. Und für 1,8 können wir auch nicht mehr ganz so viel machen, aber dann können wir wenigstens hier die Bobs ein bisschen beschäftigen, würde ich sagen. Bohrer habe ich nicht mehr zu machen, oder? Ne, habe ich schon fertig. Oh, dann nehmen wir doch die noch. Botmine. Und ein Elixier-Kollektor. So. Passt. Damit bin ich hier mit dem Dorf relativ gut durch. Ich muss immer, ja, ich meine, passmäßig ist ja sowieso. Ich habe alles abgeholt hier. Alles cool. Silberpass. Läuft beim Toti. Einen Helden kriege ich jetzt nicht mehr hin, glaube ich. Ja, obwohl in der SCCWL kriege ich den noch hin. Und ich habe einen Buch. Ah, es passt. Passt schon. Kriegen wir schon hin. So, wir gehen einmal auf die Main, dann kann ich unten wieder tauschen. Wenn ich immer unten tausche, also ihr seht das ja, ich tausche immer so ein bisschen hin und her für die ein bisschen neu auf meinem Kanal sind, dann wechselt auch manchmal das Bild so ein bisschen. Das ist jetzt ein Android hier. Und wenn ich komisch nach unten gucke und meine Haare zeige, die immer grauer werden, ne? Ach nee, das stimmt gar nicht. Bei mir ist das andersrum, ne? Ich habe eigentlich graue Haare und bei mir kommt das Dunkle wieder durch. So muss man es ja sagen. Dann bin ich unten live und springe halt auf irgendeinen Account. Izu-Klassiker, jo. Genau, das ist der Izu-Klassiker. Das stimmt. So, Toti, Witty. Ja, wir springen auf den Witty. Zufällig nicht. Nur Supercell gibt vorher nichts raus. Genau, die geben halt vorher nichts raus. Das ist nicht so wie bei den Clan-Spielen, wo Supercell ja selber schon das geleakt hat. Letztes Mal ja auch schon. Wenn ich hier auf Englisch bin, ja, hier bin ich auf Englisch. Hier konnte man ja vorher schon sehen, was es gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das im deutschen Clan, glaube ich, gab es das nicht. Ne? Das hier gab es, glaube ich, nicht. Der Räuber verfolgt mich hier. Vielen lieben Dank, Herr Räuber. Und willkommen im Kanal. Oh, wir haben gerade einen. Der Räuber hat auch klar einen League of Legend Mystery Skin hier hinzugefügt. Danke. Sammel die kleinen Spielsachen ein, Toto. Oder hast du, habe ich das schon? Oh nee, auf dem Account habe ich das noch nicht gemacht, in der Tat. Ich habe aber noch ein paar Tage Zeit dafür. Guck mal, ich habe noch 5 Tage, 10 Minuten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir hier machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil auf dem Ding hier dauert ja alles so fürchterlich lange. Ich habe die Tage ja dieses Zauberbuch nicht genommen. Zauber, finde ich, laufen hier nicht lange genug, dass es ein Zauber wert ist, dass er sofort fertiggestellt werden muss. Deswegen habe ich letztes Mal schon kein Zauberbuch genommen. Bei dem kleinen Account, das war ja bei der Lela. So, wer kriegt hier Lack? Herr Stransky. Ach, ich glaube, wir können uns ruhig eine Death vom Gegner mal angucken. Also von uns.
Kannst du mich grüßen? Ja, sicher. Luca, warum sollte ich das nicht tun? Grüße? Na klar, wenn ich es ja mitbekomme. Tobias, danke für die Verfolgung und willkommen auch dir im Kanal. Klar kann ich, grüße dich. Griso. hast du... Oh, Tipps zum Trophäenpushen habe ich nicht wirklich. Ich bin jetzt nicht so ein Pusher, Toro. Ich bin nicht so ein Pusher, muss ich sagen. Also mit keinem meiner Accounts hier. So, das wären 3 Sterne, habt ihr gesagt. Achso, ich bin ja gar nicht da. Ich kann ja nach vorne gucken. Boah, das glaube ich mal nicht. Namt Jungs. Namt Mädel. Im Deckel ist auch immer ein bisschen was, ne? Nichts verkommen lassen. Drei Sterne, sagt der Thiele. Thiele, hast aber länger schon kein Clash of Clans mehr gespielt, oder? Kann das sein? Es werden nicht im Leben 3 Sterne. Wo bleibt das 22 Uhr Getränk? Haben wir schon? Oh, wir haben ja schon 22 Uhr. Scheiße. Verdammt. Thiele, da hast du echt schon lange kein Clash of Clans mehr gespielt. Also das hätte ich dir mit schon im Ansatz sagen können, dass das niemals 3 Sterne wären. Sag ich ja. Hast du nur 2 Sterne gesagt oder was? Niemals. Genau, niemals. Richtig. Ja, Namen Jungs, Namen Mädel. Prosti. Ja, wo bleibt das 22? Namen Silke. Goldpass durch bis auf Super Pekka. Ah. Ja, den habe ich auch. Ja, obwohl, ich glaube, beim großen Account habe ich den gemacht. Kannst ja nicht bei allen Accounts spielen. Den Super Pekki. Flutlicht live. Was macht der Flutlicht? Irgendwas mit Bola, Hexen. Bola, Hexen, Heiler. Okay. Bola, Hexen, Heiler. Raten ist aus. Clash on. Dragon. Grüße nach Österreich. Hi. Ist alles aus, Dragon. Alles aus. Schon seit Wochen leben wir hier ohne Spiele. Wenn ihr sie wieder haben wollt, dann mache ich euch die wieder an. Aber wir leben hier echt schon seit Wochen ohne Spiele. Machen kaum noch Dorfbesuche. Außer die für die paar Kanalpunkte. Und geht auch. Geht auch. Nur ein bisschen hat der Flutlicht hier noch zu tun. Aber hat er noch mal einen Wut. Und da hinten ist nur noch ein bisschen das. Queen ist da noch zündbar. Da hat der Flutlicht heute mal einen 3-Sterne-Hype verdient, würde ich sagen. Findest du Mauern wichtig? Also ich bin Rathaus 9 Max, aber meine Mauern sind erst auf 9. Sollte ich noch hoch machen. Also Mauern werden übersprungen, überflogen, unterbuddelt. Das kannst du jetzt selber entscheiden, ob du sie noch hoch machst oder nicht. Aber irgendwann wirst du es bereuen, denn irgendwann kommen ja die Gegner auf dich zu mit so einer Karre. Und je höher die Mauer sind, desto länger oder desto mehr Stöße braucht die Karre dann an die Mauer, bis sie kaputt geht. Okay, bei 19, da reicht es einmal, aber später in den höheren Bereichen, 11, 12, 13, 14, da ist das kein Zeitproblem. Dann ist dann die Karre womöglich einmal mehr vor- und zurückfahren, um die Mauer kaputt zu machen. Die Leute, die hier jetzt übrigens teilweise ihre Angriffe machen, werden auch, soweit ich es weiß, dann rübergehen. Ach so, war doch richtig, ne? Ja, war richtig. Ich dachte gerade, ich spende schon wieder. Scheiße. 2, 1, 1. Kann ja sein. Und dann wird es hier weniger werden. Alle R10er, die zu DE, zur CWL wechseln, in die Anfrage reinschreiben, dass sie herausfordern, dass wir alle Anfragen in DE unterscheiden können. Ja, das könnte Sinn machen, in der Tat. Ach, Gary, ihr habt ja gar nicht mehr gestartet da unten. Na, ist doch super. Ihr habt ja gar nicht mehr gestartet. Das ist gut. So, kein Gambeln, es ist einfach mal nichts an.
Macht den Chat aber übersichtlicher ohne Spiele. Ja, das stimmt. Das macht den Chat schon übersichtlicher. Das stimmt schon. Das stimmt. Karre nutzt doch eh kaum noch jemand. Ja, wenig. Wird wenig genutzt. Das ist auch wohl wahr. Aber ich glaube, im Rathaus 10-Bereich so, Silke, wenn du so ein Casual Gamer bist, da wird die Karre immer noch gerne genommen, um Richtung Rathaus irgendwas zu schicken. Ich glaube, das wird dann immer noch ganz gern genommen. Sind ja jetzt nicht jeder, sind ja, ist ja jetzt nicht jeder so ein Drei-Sterne-Papst, wo die Karre keine Rolle mehr spielt und du nur noch die anderen Sachen mitnimmst. Dann nehme ich mal Zeit für Mauern. Nee, Helden noch nicht ganz. Aha, Niklas, da haben wir dich. Vor kurzem in Gold 1, da geht auch die Karre, okay. Das Weinglas fehlt. Da ist das Weinglas vom Dragon. Ja, musste, wir sind halt nicht so die Weintrinker, das weißt du noch. Wir sind nicht so die Weintrinker. Aber wir haben heute schon schön Angel von dir gesehen. Karrebowle, ein Riese und ein Frost, bitte. Karre, 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 ja. Ne, da kommt so eine Karre auch mal zum Vorschein. Ach so, der will erst die Bowle haben. Könnte ich jetzt auch bauen, wenn, obwohl, wenn wir nicht 6 von 31 wären. Das ist ja auch eher selten. Muss ich mal so sagen. Das ist hier auch eher selten, dass wir so viele Leute sind, die gleichzeitig mal online sind. Es hat stark nachgelassen hier, aber es ist immer noch eine eingeschworene Gemeinde. Also wenn wir hier nach der Liga mal wieder so auf 50 aufstocken könnten, wäre das schon ganz schick. Dann könnten wir vielleicht auch mal wieder einen 40er Klankrieg hier so spielen. Guten Abend, Matze. Halbmaß, Matze, bei dir? Matze hat Halbmaß geflaggt. Und meine Jünger laufen euch morgen 6 Punkte davon, wenn sie denn gegen Wehen wie in Brück gewinnen. Aber ich denke mal, manchmal ist es ja so, weißt du, gegen die oben, da schaffen die alles und gegen die unteren, dann geht's voll bergab. Aber ich denke mal, Matze hat Halbmaß geflaggt. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Der General ist da, genau. Der ist aber schon ein bisschen länger an Bord. Freue mich drauf. Morgen großes Frühstück. Versprechen. Oh. Okay. Das habe ich auch nie gemacht. Ferdinand, da haben meine Eltern nie so Wert drauf gelegt. Dafür hätten die mich eher blöd angeguckt. So nach dem Motto: Thorsten, was ist mit dir denn los? Wir werden mal schauen, dass wir mehr Männer. Ja, wir finden aber Normalmember, Ferdinand. Wir machen das nicht nach deiner Möglichkeit. Also das ist mir dann schon ein bisschen zu Rekrutierung, weißt du? Das ist mir dann doch schon ein bisschen hart. Die Leute sollen einfach reinkommen, wenn sie dann anfragen, fragen sie halt an, dann checken wir kurz und wir ziehen die Latte auch gar nicht so hoch. Das müssen wir gar nicht machen. Das ist blödsinnig. Es muss auch keiner irgendwie so einen Probeangriff machen oder weiß der Geier. Da muss halt nur ins Gefüge passen. Das reicht uns doch schon. Hatte den Gedanken wie bei Noobs, braucht es aber nicht. Ach so, okay. Ist das bei Noobs so, dass da wirklich jeder stramm stehen muss? Melde Gehorsam, Sören. Base ist anwesend. Ich bin der Drei-Sterne-Kämpfer. Und jetzt könnt ihr euch davon beweisen. Und dann macht er die Angriffe und dann tagt so ein großes Gremium und stellt fest, boah, der kann's oder der kann's nicht. Nein, die Leute sollen hier einfach nur reinkommen. Zu wenig Rathaus 13 für Champ 2. Okay, ah, das ist aber auch ein bisschen doof. Bis Thorsten, jetzt kann ich mal wieder I Ironie on. Ich streame bis in März. Ironie off. Heute haben wir sogar ein paar Geburtstag. Bei Noobs ist so ein Bild vom Profil und Bild so ein kleiner. Ach so, okay, ah, alles klar. Nein, das brauchen wir nicht. Nein, nein. Wir sind ganz Casual Gamer hier. Wir sind ganz Casual Gamer. Und spenden hier auch Barbaren, wenn es sein muss. Luftwut. Und spenden hier auch Barbaren. Zack, zack. So, was können wir denn hier eigentlich mal reinnehmen? Boden haben wir schon. Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade sagen, wir warten mal noch im Warden, bis der fertig ist. Wir warten mal noch auf den Warden, bis der fertig ist. So, dann bleibt noch ein Moment. Geh später bei Free-to-Play rein. Ach so, ja. Naja, mach mal ruhig. Ja, ich meine, wir haben jetzt gleich schon 23 Uhr, also die Zeit fliegt heute mal wieder. Die fliegt heute mal wieder.
Erst wie man entscheidet, wann diese Geschenke an Nicht-Prime-Zuschauer im Kanal verteilt werden. Bleibt dran. An Nicht-Prime, okay. Oh, ah ja, stimmt. Prime-Mitglieder verteilen an Nicht-Prime-Mitglieder. So ist das. So ist es. Wenn es irgendwann mal wieder ein FCW gibt bei den Herausforderungen, dann einfach bei mir melden. Meinst du, dass wir mal gegen Hollywood antreten oder was? So, der Flutlicht geht rüber. Oh, da muss ich den Flutlicht annehmen. Warte mal, Flutlicht. Ah, nee. Ferdinand ist ja da. Ferdinand ist da. Okay. Naja, so der eine oder andere, wie gesagt, wird jetzt rübergehen. Und, wird hier jetzt rübergehen. In den Clan Deutschland-Ad. Aber wie gesagt, es werden auch einige, die. Ja, vielleicht. Ich kann es immer noch nicht sagen. Susi und Lutz sind schon nett, aber sie sind auch komisch. Das ist nicht. Also die haben immer ganz gute Angriffe eigentlich gemacht in ihrer bei den CWs. Aber Susi war ja die mit dem komischen Spruch immer da in der Clanburg. Wer hier spendet, sollte ganz genau nachfragen und diese Kacke. Und ja, die hier unten spielen jetzt so keine Rolle. Also Bender und Schief Alex. Lassen wir mal da drin. Fry auch, der kann ein paar Marken machen. Ich suche für meine Achter keine Liga. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Da auch noch mit den Liga zu spielen. Aber 617.000, die können wir hier mitnehmen, ne? Bei so einem kleineren Rathaus hier. Single, Single. Alle haben Single Infernos. Wieso haben denn alle wieder so viel Single Infernos? Aber der hat erst zwei, ne? Jupp. Jupp. Alle haben Single Infernos. Naja. Und ich habe, ja, immerhin habe ich, ich kann ja was dagegen tun. Achso, die alten Loons brauche ich ja gar nicht, ne? Komm, wir nehmen hier gleich die Karre. Ah nein, jetzt habe ich meine Clan-Karre fair reingeschickt, oder? Ach, shit. Jetzt habe ich die Clan-Karre, glaube ich, genommen. Die nehme ich immer sehr selten. Immer sparen, Leute. Immer sparen mit Karren. So, der ist voll auf der Karre hier, der Single. Den nehmen wir raus. Wunderbar. Und gesprungen werden kann, glaube ich, da. Kommen die denn da so weit? Ah, komm, ihr müsst zurückgehen. Jetzt gehen die erst zurück, okay. Goodie. Gut, gut, gut. Komm, komm, komm. Wuselt euch da durch. Das ist das Gute, dass man nicht mehr vergessen kann zu zünden. Queen vergessen. So, du böser Bombturm da, dich mache ich alle. Ja, fast. Okay. Naja, haben wir noch ein bisschen was geholt hier. Add den Clan für deine Achter. echt? Eieiei, das wird mir dann aber echt ein bisschen viel. Frei kann auch bei Free-to-Play mitmachen, ja. aber damit nehme ich dann jemand oben einen Platz weg, Silke. Dann müssen wir es schon wieder ein bisschen aufteilen. Das will ich ja auch nicht. Es sollen ja möglichst viele Nicht-Toto-Clash-Accounts bei Free-to-Play mitmachen. Hab nur zwei Accounts. Okay. Achso. Ja. Ich hätte jetzt zwei Achter unterzubringen oder drei oder vier. Ich weiß es gar nicht. Den Fry hätte ich schon eigentlich ganz gerne untergebracht. Dass der, obwohl der macht seine Medaillen ja auch so. Und in der Zeit, wo dann Liga ist, mache ich den so gut wie. Mit dem mache ich nichts. Ja, das wäre einer dafür. Noch ganz schön weit gekommen.
Nicht übel. Okay, ich habe einen Bob frei. Ihr könnte eben mal so ein bisschen was hier tun. Wir werden schon durchrotieren. Keiner wird einen Stammplatz haben. Okay. Wenn ihr das noch im Griff habt, ich nicht. Ich meine, jetzt bei Deutschland und beim Herausforderer hat der Ferdinand immer eine Tabelle, wer wann wie spielt. Ist gar nicht mal so schlecht. So vergisst du keinen und jeder kann schon mal sehen, wann er drankommt. Und es gibt ja auch den einen oder anderen, der dann mal sagt, ich kann nicht an dem Abend oder an dem Tag. Tauscht mich mal bitte, aber wir waren ja jetzt schon so wenig, dass wir wenig tauschen konnten. Ein, zwei mehr oder so. Da geht dann halt nicht mehr. Ach so, okay. Okay, Dragon, vielleicht kannst du das nochmal bei uns im Discord reinpinnen irgendwo. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch den einen oder anderen mehr gibt, der genau das gleiche Problem hat. Und wenn du den da extra für erstellt hast, aber jetzt die Leute fehlen für so ein 15er und die Liga auch noch passt, also die Liga wird dann ja, denke ich mal, passen. Und wir da jetzt nicht so einen super Mixmax drin haben, durchaus denkbar, dass der noch über Nacht, ich meine, man hat ja, wir haben ja noch 2 Tage Zeit. Ja, wir haben ja noch 2 Tage Zeit. Und wenn ich denn mit den passenden Accounts rausgehe aus den Clans, dann kann ich sie ja auch woanders einsetzen. Dirk Zweiter, Stransky 12 und 13. Ah ja, mal gucken. Oh. Puma hat hier schon gefailt. Beiden haben wir schon gesehen. Wurmbutton. Endlich mal wieder mehr als ein Stern im ersten Hit. Der Homebutton macht mir ein bisschen Sorgen hier. Der macht ganz, ganz häufig nur einen Stern im ersten Hit. Das ist manchmal nicht so gut, vor allen Dingen nicht, wo es jetzt Richtung Liga geht. Also no risk, no fun, ja. Aber in der Liga sagt man dann doch eher no risk und fun. Weil hier haben wir ja immer 2 Angriffe, aber in der Liga ist so ein Einsteller dann immer nicht mehr zu verzeihen. Ist schon drin, mache ich nochmal. Der ist neu, okay. Ich führe ja auch Buch über unsere CW. Ah, okay. Rode fürs Buch. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, Silke, dass du Stress zu Hause kriegst, weil du Buch führst über Clash of Clans, Clans und deren Accounts, Angriffe und vielleicht hast du sogar eine Spalte Bemerkung. Gibt's ja in jeder Tabelle, ne? Bemerkung. Hab einen frischen Ratus 9, wäre auch mit dabei. Ja, guck mal, da finden sich doch schon einige. Da finden sich doch schon einige. Schick, schick. Ich habe ja auch noch 2 Rathaus 9er, die ich noch loswerden muss. Chefkoch und Toto. Auch noch. Weiß ich auch noch nicht, wo ich damit spiele. Und mit denen würde ich auch gerne spielen. Denn für die Marken könnte ich mir einen netten Heldenhammer holen. Der Start war richtig gut. Ja, der Start war gut, in der Tat. Aber dann ist die Front auch sehr, sehr breit. Das siehst du ja hier zwischen dem Inferno, der da noch steht und der da noch stand und der hier gestanden hatte. Und dann ist die Front einfach ein bisschen zu breit. Da muss man hier, glaube ich, nochmal so ein Feld irgendwo rausnehmen, dass die etwas breitere Schneise haben. Aber immerhin besser als deine anderen Angriffe. Also in der Liga bitte Homebutton kein Risiko eingehen. Ist aber auch, mein Gott, ist ja nur die Liga. UV-Jumps, heißt das so? E-Jumps. E-Jumps, verfolgt mich. Danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal. Hallo. Ah, Tobias habe ich gehabt. Nicht, dass ich einen vergesse. Hab gerade eine super Idee für die Base bekommen. Okay, Watzke, alles auf einer Excel-Tabelle festgehalten. Nee, Silke glaube ich nicht. Silke glaube ich nicht. Sondern schau halt, dass sie nicht beide Angriffe machen. 3 CW aussetzen. Nur du nimmst sie immer mit. Scheiße. Echt okay. Ja, ich nehme die einfach mit. Kompensieren wir immer.
So, dann alles oldschool festgehalten. Ich starte noch doch kein CW bei Free-to-Play. Nein, sie meint mich. Moin, Corny. Ich glaube, sie meint mich damit. So, eben mal aufs Tabi springen. Und hier bin ich noch im gestrigen Clan. Ergebnis habt ihr mitbekommen, falls ihr nicht bei Noobs geschaut habt. 138 zu 139. Also die Global Community braucht sich hier nicht verstecken, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Wer es jetzt gestern mitbekommen hatte, habe ich es ja hier mitbekommen. Habe es im Discord dann auch gesehen. Da wurde ja auch noch mal ein bisschen was gelabert, getaktikt. Und deswegen 138 zu 139, glaube ich, da brauchen die sich nicht vor verstecken. Ich glaube, das haben einige noch einseitiger gesehen, was die GML angeht gegen die Global Community. Ich glaube, da haben viele gedacht, naja, komm, das wird David gegen Goliath, aber das ist nicht so gewesen. Hab ich noch einen Screenshot von. Wollte ich auch noch mal ansprechen in der nächsten Woche in den Videos, Mensch. So. So ist eine doofe Floskel. Hier können wir ein bisschen was verkaufen. Dann nehmen wir da oben das Buch, glaube ich, oder? Nee, ich nehm hier unten das Gold. Im zweiten Ding. Weil ich Mauern machen muss. Da. Und da wollte ich das Gold nehmen. Warum kann ich das Gold nicht nehmen? Weil ich in einem noch nicht richtigen Clan bin. Deswegen konnte ich das heute noch nicht machen. Warte mal. Da muss ich erstmal raus. Hier brauche ich auch nicht mehr sagen, viel Glück. Hier sind nur noch die üblichen Verdächtigen drin. My Clan Leaf. Und ich muss anfragen im Saustall Deluxe. Nein, das stimmt nicht. Sabberlappen auch nicht. Ü18 nicht. Deutschland Ad. Ich muss nach Deutschland. Ich muss da anfragen. Let me in. Let me in. So. Kann mich der Ferdinand eben mal annehmen. Und ich glaube, da kann ich dann nämlich etwas mehr da reinbringen. Ich nehme das nur mal, damit ich hier auch wirklich die allerletzte Mauern kriege. Wie viel muss ich noch? 25 hier. Beim Basti sind es weniger. Der braucht nur noch 22. Hätte Betts mitnehmen sollen für die Flanke. Ja, Corny machen wir ab und zu mal. Haben denn alle dort ihre Ange. Ja, Silke, manchmal sehe ich das nicht ganz. Sehe ich das nicht mehr ganz so hart. Der mich jetzt an oder nicht? Und mal eben selber rein. Ich bin noch nicht in DE-Clan. Hatte vorhin nur die Leute eingeladen. Ach so. Ja, ich bin aber hier. Ibims. So, da ist der Flutlicht. Da ist der Alex. Perfekt. So, Flutlicht habe ich auch gerade angenommen. Wunderbar. So, und dann müsste ich hier jetzt eigentlich etwas mehr reinkriegen. Oder aber. Ach, man muss erst einmal ausloggen, glaube ich. Ne? Kann das sein? Gehen wir hier einmal raus. Ich glaube, man muss einmal ausloggen. Ne? Dann. Ist jetzt gleich, müsste gleich die richtige Clanbuch drin sein. Let me have a check hier. Ja, 4-2. So kriegen wir das hin. Okay, jetzt ist natürlich das, was ich gewählt habe, raus. Aber jetzt kann ich, glaube ich, alles wählen. Da. Collecten. So, und da ich keine Clankriege gespielt habe, tut mir das Gold ganz gut. Können wir da rausholen. Und dann kann ich zwei Mauern damit machen. Dann rücke ich. Ich glaube, Sebastian braucht nur noch. Ich glaube, der braucht nur noch 22 machen oder so. Ah ne, das ist zu viel. Oh, da kriegen wir sogar mehr Mauern hin hier. Sehe ich gerade. Also wir kommen Rathaus 11 mit ganz großen Schritten näher. Oder noch einen. Oder haben wir noch was hier? Ah, oh, wir haben Ringe. Geiles Scheiß. Und nochmal. Die will ich nicht. Ich will die da. Die da. Ah, okay. Das war's dann, glaube ich, aber auch, ne? Naja, okay. Dann habe ich auch keine mehr. Dann habe ich die jetzt auf null gewirtschaftet, oder? Ach, nicht ganz. Ich habe noch zwei. Wieso geht denn da nichts mehr? Dann ist der Alex wieder ein kleines bisschen vorne. Mit Mauern hier. Wo habe ich denn noch was offen hier? 20 Stück. Ach, da oben noch welche. Das können aber nicht alle sein. Warte mal. Da, ne?
Ah, gut. Mauermaker hier. Hier habe ich den Pass auch nicht fertig. Ich weiß, ich hätte ihn so locker fertig spielen können, aber ob ich jetzt hier hinten das. Obwohl das Heldenbuch kann ich noch ganz gut gebrauchen hier eigentlich. Denn ich habe hier keins mehr. Könnte man eigentlich noch machen gerade, wa? Sollen wir es gerade mal machen? Mal eben fix. Den alle hier durchboxen. Fürs Heldenbuch. Dann let me have a check hier, was wir noch machen müssen. Das kriege ich nicht hin. Oder ich muss halt was abbrechen. Aber es ist nichts mehr da. Es ist ja hier nichts mehr da. Und hier Mauern, 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 Battle Machine. Auch nicht mehr so viel. Das andere Teil habe ich heute schon gemacht. Mit dem Alex. Ah ne, ich muss noch einen Angriff machen hier. Ah, warte mal. Naja, machen wir. Ein Stern. So, da waren noch zwei Angriffe vor 20 Minuten. Ach so, ja, Silke. Nur reite da nicht so rauf rum. Und auch die, ich meine, wenn wir sowieso gewonnen haben, dann können die so Leute sich ihren Lot holen oder nicht. Ich fand das jetzt nicht so kritisch. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Beamter, wo ich sagen muss, das hat ja alles seine deutsche Genauigkeit hier. Und wer keinen zweiten Angriff macht, der wird verbannt. Ich meine, wenn der zweite Angriff dann jetzt hätte den Sieg bringen können oder die Reststern oder was auch immer, dann hätte ich das ja noch verstanden. Aber so, ach, glaube ich, kann man da auch ruhig mal ein bisschen rüber gucken. So, ich konnte mal einen auf meiner Augenhöhe machen hier. Das ist auch cool, ne? Auch selten. Jetzt mache ich aber nicht mal einen Stern. Toll. Mir fehlt ein Stern und ich mache ihn nicht, weil ich das Außen nicht wegnehme. Ah. Zwei AGs werden überbewertet. Pflanzen abbauen war da, Toto. Ja, wir machen den mal eben durch hier noch im Pass. Ich glaube, das Buch können wir ganz gut mitnehmen. Natürlich nicht, wenn wir so scheiße angreifen hier. Ja, besser war er auch nicht. Also so viel besser war er jetzt auch nicht. Wieso haben die alle so scheiß Helden? Was mache ich verkehrt? Level immer die Helden und die haben bessere Truppen oder was? Auch nicht. Mit 12 hat er das gemacht. Da habe ich aber scheiße angegriffen, wa? Jetzt muss ich da immer noch warten auf den einen. Aber ich habe auch hier das Ding noch zu verballern. Warte mal. Da kriege ich gleich eins. Ich habe heute so oft überlegt, wie ich was mache, dass ich die Rune hier mitnehme, aber so können wir es machen. So können wir es, glaube ich, machen. Phil, dann kriege ich gleich wieder eine. Und ja klar, jetzt könnte ich die Bilder, das Bilderhall machen, aber ich habe mit dem hier noch, ich bin noch nicht mit allen Forschungen fertig. Ja, okay, viel ist auch nicht mehr, ne? Aber ich habe den Helden noch nicht, also machen wir weiter Mauern. Jetzt dreht ihr wahrscheinlich durch, ne? weil ich einmal meine Angriffe im CK. Ja, okay, beide, Niklas, ist natürlich jetzt nicht zu verzeihen. Also, wenn du gar nicht angreifst. So, Accept Join Request. Den können wir annehmen, den Beanie. Zack. Der Türer hat da auch gerade einen League of Legend Mastery Skin. Ne, Mystery Skin heißt das. Mystery Skin. Ich habe auch mit Mark geschimpft, hat er auch. Ja, hat er auch nicht gemacht, in der Tat. Ich habe ja manchmal auch meine Angriffe nicht gemacht. Vielleicht kannst du dich nochmal beweisen, Niklas. Meisterte muss man rushen, Toto. Ja, aber nicht ich. Du weißt ja, ich habe da eine Engelsgeduld. Gib mir jetzt erstmal ein paar Truppen hier. Nicht zum Scouten, sondern Boden, ne? Bodengift nehmen wir mal mit. Was müssen wir hier noch tun? Passmäßig habt ihr das auf dem Schirm. Spenden müssen wir noch. Angreifen müssen wir noch. Ein paar Hindernisse abbauen. Das hast du richtig gesehen. Aber ich habe hier nicht so viel abzubauen beim Alex. Weil der Rest ist hier schick. Also Schmuck am Nachthemd. Bringt zwar was, wenn man die abbaut. Ich kann jetzt natürlich noch im anderen Dorf, wenn es denn hart auf hart kommt, könnte ich ja noch die Rasenstücke abbauen, aber die sind mir auch heilig hier. Das ist so wie Wimbledon. Ne, die Stücke hier, obwohl die immer nachwachsen, ne? Da könnte man das Spiel hier doch vorbei haben, ne? Warte mal.
Acht Rasenstücke. Scheiße. Das mache ich echt ungern. Bin ich so einer wie ihr? Acht Rasenstücke. Aber sie wachsen ja nach, ne? Zwei noch. Oh, scheiße. Oh, ich mag die so. Naja. Nimm die Bäumchen. Nee, die sind noch schöner. Die sind ja noch schöner. Kann ich die Bäumchen nehmen? Gähnende Leere in meinem schwarzen Glas. Nimm die Bäumchen, ne, die kann ich nicht. Du hast noch so alte, genau, die will ich auch alle behalten, die alten Dekorationen. Die will ich alle behalten, deswegen sieht das hier so komisch aus beim Alex. Aber wir können ja angreifen. So, 1960. Im Titel steht ja Passspielen. Da machen wir einfach irgendwas. Würde ich sagen. Mit der Armee hier. Oh, die ist aber auch komisch, ne? Jetzt keine Truppen hier. Was seid ihr denn für welche? Bin doch mal ein bisschen was hier. Meine Herren. Geht doch. extra bis zum Ende der Saison gewartet, um nochmal richtig unter Zeitdruck zu grinden? Nein. Kay heißt das, glaube ich. Nein. Habe ich nicht gemacht. Das sind jetzt so ganz vereinzelte Accounts, die... Ob ich das jetzt da habe oder nicht habe, das ist nicht so schlimm. Aber wir müssen hier mit gewinnen, ne? Oh, dann machen wir das. Nein, das ist nicht extra gemacht, glaub mal. Das ist einfach verbaselt. Mit Alex hier war ich ja jetzt die letzten Tage so ein bisschen weg. Alter, was habe ich für eine Armee am Start hier? Hallo? Oh Gott. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht selber, was das ist, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Warte mal, komm mal rüber, ja? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist meine Scout-Truppe aus der GML. Also nicht aus der GML, sondern aus dem Clan Global Community. Das ist meine Scout-Truppe. Scheiße, nee, ey. Ach, damit habe ich gescoutet. So, jetzt macht er mal ein bisschen PS. Bitte. Ich hab aber auch richtig viele Speedzauber dabei. Shit. Naja, wir haben's Rathaus. Wir haben's Rathaus. So schlecht ist er gar nicht. So. Ja, das ist, das war Scout-Armee. Shit. Ich schaue mir gelegentlich auf Bases an, ja. Den kann ich ja eigentlich gar nicht gebrauchen, aber ich muss ja mit denen nichts mehr machen, außer die paar Mauern. Also haben wir hier doch irgendwas geschafft, oder? Einen Angriff haben wir da gemacht. Wenn wir uns noch einmal den Bonus holen. Einmal Bonus. Och, Alex, geht doch. Nein, nicht den Hammer nehmen. So. Dann pumpen wir hier einmal. Dann nehmen wir mal eine Armee, die einen Packer hat. Wo haben wir einen Packer hier? Ja, mal einen. Ein, zwei. So, dann machen wir das einmal so. Dann kann der gleich wieder fragen. So, machen wir. Ich schaue mir Bases von Besuchern an. Für lächerliche 5000 Kanalpunkte. Ach nein, vergesst es. Ich hab nicht nochmal einen Winner gepickt. Ich wollte nochmal ausreffeln. Ist kein Gewinner. Nügen hat nicht gewonnen. War ein Versehen, Nügen. So. Reset. Jetzt läuft das auf neue hinaus. So, ich mache auch mal mit.
wie geht das nochmal? Raffel. So. Meine älteste, oh, das weiß ich nicht, Niklas. Sicherlich irgendwas um 2014, weil da habe ich erst angefangen. Da habe ich erst angefangen. Deswegen glaube ich, dass da irgendwo so meine letzte ist oder meine halbälteste, keine Ahnung. Nenn's, wie du es willst. Nenn's, wie du es willst. Ach, hier unten muss man noch einen Stern machen, ne? Ein. Ich nehme mal einen Stern hin. Okay, aber ich muss immer gegen so schwere Rathäuser ran. Guck mal, ich bin erst 7 und der hat schon die Dinger da. Es ist ja alles immer unfair. Aber okay, was willst du machen? So ist das Nachtdorf. Ein bewusstes Rush-Objekt von Supercell. Da machen wir jetzt mal außen so ein bisschen hier, aber da sind natürlich 4000 Fallen überall immer und 1000 Bomben. So, und der hat auch schon den alten Schweinescheißer da, diesen Lava-Catcher. Da kommen meine Truppen dann nicht mehr so gut durch, weißt du? Aber okay, jetzt kriege ich wenigstens einen Stern. Dann kann ich mit dem auch heute das Nachtdorf abschließen hier. Ich glaube, dann habe ich alle Accounts fertig. Aber da seht ihr, die verlieren jetzt schon so ein bisschen Leben hier. Und ja, ihr habt recht. Rushen wird belohnt. Ja, ich verkacke gegen ihn. So, da habe ich jetzt aber die Sachen fertig. 10 Sterne. Ja, ich weiß, ich musste nur einen machen. Das war jetzt mein letzter. Ich musste nur noch einen machen. 2 sind schon mal da. Ei, ja, das ist doch cool. Perfekt. Okay, damit haben wir hier wieder ein Rühnchen drin. Und hier können wir gleich wieder fordern. Der Bini. Guten. Oh, jetzt sind wir 5 hier. Nicht schlecht. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Monkey, Monkey. Bald ist soweit, dann gehen wir hier auf 11. Oh. Wollte gerade sagen, ich kann euch nicht mal einen guten Angriff zeigen. Ach doch, ich kann auch einen guten Angriff zeigen. Ja, guck mal hier, der Lutz. Ach nee, ich kann euch keinen Angriff mehr zeigen. Die sind ja alle weg. Ach, ich bin aber auch vergesslich. Geht ja gar nicht hier. Sind alle weg? Mene, mene, mene. So, naja, hier dauert es auch trotz Boost so ein bisschen. Mal, ob wir da was Gescheites haben. Haben auf jeden Fall einen zweiten Angriff verpasst. Vom Klöß, vom Klausi. Ihr seid ja noch am Raffeln, ne? Dann kann ich mal eben schnäuzeln.
Ah ja. Weil wir den TR-13 jetzt mal von ja, kein Platz haben. Keine 30 zusammenbekommen. Ich habe noch zwei 9er Kommuletta. Kann ich anbieten. Ike79, danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal und auch dem Lefdev. Danke euch beiden für die Verfolgung und willkommen. Wir sind unten schon wieder so weit, dass wir fordern können. Bodengift. Einmal runter hier. Obtoti. Und einmal auf den Alex gesprungen. Ja, also wie gesagt, ich mache mir nicht selber den Stress, aber ich habe jetzt doch gedacht, der könnte sich ja wenigstens dieses Buch hier noch gönnen, ne? Für einen Helden im Nachtdorf. Ja, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Würde ich sagen. Warte mal, was haben wir im Start? Ein bisschen. Ah, das Hybrid. Okay, ich muss mir mal selber Truppen geben. Hier fünf Leute online und keiner gibt mir Truppen, ey. Was können wir denn Hybrid denn tun? Karre habe ich auch nicht, das ist egal. Ich brauche keine Karre, ich brauche einfach nur Truppen. So, gib mal was her. Und das sind die einzigen, die ich hier so habe auf dem anderen Account. Wer hat da gespendet? Der Schief, ne? Der böse Schief. Ja, mein Gott, dann habe ich keine. Deswegen habe ich ja die Mauerbrecher dabei. Wir müssen nur gewinnen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch hier diese Armee hier irgendwas nehmen, aber. Nee. Pass. Pass ist mir wichtiger. Wir nehmen uns hier so kleine arme Ratus 9er, würde ich sagen, die viel Loot für uns haben. Obwohl der auch viel hat, ne? Der ist auch so schlecht. So, die Kanone da ist unsere, weil der Bogenschützenturm da im Ausbau ist. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Den Stern schaffen wir, glaube ich, eigentlich immer oder fast immer. Habe ich zumindest so gesagt. Ich nehme mal den King hier mit in die Pflicht. Komm, dass die Queen hier wenigstens irgendwie so hingeht. Wo können wir denn unsere Mauerbrecher eigentlich setzen? Oh, die gehen ja perfekt. Muss die Queen nur zurückgehen, das tut sie nicht. Toll. Aber der hat keine Klammburg. Was ja jetzt nicht so schlecht ist. Okay. Was machen wir denn jetzt mit dem Sprungzauber hier? Mal gerade checken. So. Ah, jetzt können wir hier nicht richtig funneln, stelle ich gerade mal wieder so fest. Ah, egal. Egal. Ich muss mehr trinken. Das müsst ihr mir sagen, Leute. Easy going. Oder abbrechen. Ne, machen wir so. Muss mehr trinken. Ja, Niklas, danke. Setz mal Hox auf den X-Bogen. Braucht man nicht machen. Ich muss echt mehr trinken. Die Tage war ich. Warte mal, können wir die eigentlich gut nachbauen?
Wir haben erst was mit Pekka. So, damit haben wir das auch erledigt, würde ich sagen. Ach nee, wir haben einen Packer gebaut, ne? Habe ich jetzt echt so viel verspendet? Ach nee. 2,20. Habe ich ihn jetzt gerade verspendet? 1,21, das ist gar nicht so viel. Hier fehlt noch ein bisschen was, ne? Viel zu viele Magier sehe ich gerade. So. So. Ach so. Jo. Hier fehlt ja was. Das fällt mir auch immer mal wieder ein bisschen später auf. Und zwar waren hier Eismagier, glaube ich, drin. Oder irgendeine andere Eventtruppe. Die verschwindet dann ja aus deiner Truppe hier. Und deswegen müssen wir hier ja was tun. So. Save. Und Train. Nehmen wir mal 3 mit. Na guck mal, geht doch. Fast wäre der... Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Was mit dem Raffel? Oh, da hast du recht. Tanks brauche ich nicht. Ich habe einen Queen Charge. Leftev, neuer Zuschauer. Gib mal deine Techie bitte in den Chat. Wenn er denn noch da ist, der Leftev, aber... Mal gucken. Ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn noch? Ich sehe ihn nicht mehr. Ach doch, da ist er. Ah, cool. Ich versuche das mal hier am iPad, ob ich das hinkriege. Search Player. RJY8. RJY8. C9. Ein C9. LJ. LJ. Wir gucken mal. Levi ist das. Was schreibt er dazu? Bin frisch Rathaus 10. Heute. Heute geworden, okay? Sehr cool. Gold sammeln für die nächste Mauer. Ja. Genau, das mache ich hier nur. Gold sammeln für die nächste Mauer. In der Tat. Hallöle. Hallöle Rabenherz. Hallöle Rabenherz. Und auch dem King, du bist ein bisschen spät zum Raffeln. Dragon Beast, sein Clan hier. Seit heute Rathaus 10, okay. Bei 9 kein Bock auf Schweinereiter gehabt. Kaum zu glauben. 220 Sterne auch nur. Spielst du keine CKs, Mensch? Hier unten keine dunklen Zauber. Ich nehme dich jetzt ganz auseinander. Mann, was für ein Account. Warum spielst du Clash of Clans? Okay, weil es Spaß macht. Gucken wir mal die Base an. Die Base wird nicht anders sein als die Helden und die Truppen. Ja. Aber immerhin damals das Notwendigste gehabt. Armeelager kann ich dir empfehlen, die auf jeden Fall zu leveln auf 240 Truppen. Denn das ist immer so ein bisschen, ich nenne es immer Must-Have. Ist nicht nice to have, sondern wirklich Must-Have. Must-Have more Troops oder many Troops. Also wirklich viele Truppen hier zu haben. Die 240 tun einen richtig gut. Und was geht bei dir hier? Inferno-Turm, haut er sich schon mal einen raus. Hier kommt die neue Defense, okay. Jo, das dauert jetzt alles ein bisschen. Aber das Rathaus-Szene ist schön. Also es ist ein cooles Rathaus, finde ich. Und ist sehr vielseitig. Und im Moment, glaube ich, kannst du damit sehr, sehr viel reißen. In eigener Range oder auch nach unten und auch teilweise nach oben. Also gar nicht mal so schlecht. Aber dennoch ein bisschen was ausgelassen, ja.
Es ist ja nicht mein Account. Ich hätte ihn so nicht spielen können. Ist so, weiß ich nicht. So, hast einen Dreier Golem. Warum hast du den Golem auf 3? Warum nicht auf 4? Hast du keinen Bock mehr gehabt? Dunkle zu farmen bei Rathaus 9? Könnte ich durchaus verstehen. Rathaus 9 ist auch nicht so gerade das mein favorisiertes Dunkelfarm-Dorf. Ist halt ätzend. 15 Level, ey. Oder ne, mehr Level. Sind ja viel, viel mehr. 30 Level. Ne, 40 Level. 40 Held-Level. War 3 Jahre inaktiv. Okay. Ach so, okay. Seit 2 Wochen, ja, okay. Bisschen arg gerascht. Naja. Am besten das Einfachste ist Nachfarm. Lass die Base so, wie sie ist. Hau die, also die jetzige Defense, die du dazu bekommen hast, die haust du raus. Und dann würde ich das nachmachen, was dir auch hilft. Ich weiß nicht, Komboletta ist ja auch so eine, die macht Minen und Sammler auch erst immer spät. Aber habe ich die Tage auch nichts so getippt. Ich mache die immer früh, denn eine Level 11 Goldmine hat 860 Trefferpunkte und eine, oder unten, nur zum Vergleich, der hat nur 720. Das heißt also, Magier braucht hier länger für als hier. Deswegen level ich die auch immer, weil die halt auch mehr Trefferpunkte haben, die Sachen. Und die Gegner müssen mehr Trefferpunkte gesamt in dieser Base runterballern. So rechne ich immer. Außerdem finde ich die Scheißen hässlich. Die sehen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Aber du musst ja mindestens 6 machen, damit du sie auch boosten kannst. Ja? Und natürlich 5. Zauber, ganz, ganz wichtig. Den hast du aber schon fertig. Nee, doch noch nicht. Also Zauberschlüssel kann ich dir auch empfehlen, dass du 5 Zauber hier hast als Rathaus 10er. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt so tun, denn du hast alle Zeit der Welt hier. Die läuft nichts davon. Oder aber du kriegst einen Rappel und sagst, meine Lager waren voll, ich musste auf 11 gehen. Das nimmt dir jetzt keiner mehr ab. Aber schön. Schön, dass wir hier mal was Neues sehen. Wie sieht es im Dunkeldorf bei dir aus? Nicht gerusht hier, schöner Vierer. Ja, da geht ja noch was. Aber guck mal, er baut auch nicht alles ab. Bisschen, ich meine, die sind auch teuer hier. Die kosten 20.000 zum Abbauen. Das überlegst du dir zweimal, ob du das Ding wegmachst hier oder ob du nicht die 20.000 für irgendwas investierst, was zum Forschen oder so. Denn du hast ja nicht so viel. Na schön. Sehr schick. 20 Level King, 30 Level Queen, yo. Da darf man auch nicht drüber nachdenken. Muss mehr Dunkles farmen. In der Tat. So, wir können hier was anfordern. Lass mal gerade gucken. Wir könnten eigentlich geschickt anfordern, oder? 10 Luftballons muss ich benutzen. Und ich habe hier immer mit. Keinen. Das ist nicht effektiv, Leute. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht effektiv. Dann machen wir das mal so. Dann nehmen wir hier einen weniger. Dafür haben wir ein paar Luftballons jetzt dabei. Und mit dem Alex spende ich ihm einfach ein paar Luftballons. Beziehungsweise mit dem Schief. Bevor hier was ganz schief geht, hier machen wir Loons Gift. Zack, Gift. Ein paar Loons. Einer geht da noch rein. Dann haben wir wenigstens da auch noch den kleinen Erfolg gleich. Oder habe ich noch einen gekriegt? Super. Danke. Und keine Bibi-Drachen. Er muss die Kasernen zweimal hochziehen. Die Kasernen brauchen aber nicht lange. Wollte Rathaus hingehen, weil ich morgen die Ressourcen vom Goldpass bekomme. Ah, okay. Ja, okay. Gut's Nächle, hab schlechte Verbindung. Oh. Okay, Wetter ist auch nicht so gut. Dragon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei uns ist es so durchwachsen. Nicht effektiv. Miner sind perfekt dafür, da sie nur Elex kosten. Das stimmt. Deswegen nehme ich ja auch häufiger mal die Miner oder halt ich nehme hier so irgendwas mit Golem, mit Packies. Tak, tak, tak und keine Babydrachen. Oh, der ist schick. Ist der jetzt scheiße oder ist der gut? Ne, der ist scheiße, ne? Ach klar. Jetzt habe ich ja selber nur 5. Warte mal, 5 und 6. Ah doch, das müsste ja doch irgendwie passen, ne?
Jetzt mache ich mal den Fanboy. Bam, bam, bam. Ha, beste Moorbrecher. Naja, fast. War jetzt einer zu wenig, ich weiß. Ist aber nicht so schlimm. Das macht da nichts. So. Das geht hier trotzdem rein in die Base. Noch ein paar Magier hinterher. Und dann kann es hier losgehen. Oh, da kommt Clanburg. Uiuiuiui. Da kommt Clanburg. Das ist nicht gut. So. Hier könnt ihr rüberspringen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur so weit kommen. Aber erstmal muss die eine Luftabwehr da noch weg. Das wäre ganz schick. Und zwar jetzt. Perfekt. Gut. So, da lassen wir den mal mitwandern hier. Den und den. Oder den. Oder das. Alter, beide gefriest. Wieso macht ihr das da nicht? Ah, jetzt fahren die da die ganze Zeit rum. Naja, okay. Ach, der Bogi, ganz verloren. Also passt das. Ist echt auch manchmal ein bisschen ungewohnt. Ich müsste eigentlich so einen Tablet-Ständer haben, der so hoch ist, weißt du, so. Keinen steifen Nacken hier. Jetzt kann ich Jan auch verstehen, dass der nur 2 Stunden schafft. Der immer nach unten gucken muss. Geht ja gar nicht. Oh, sind noch 3 Sterne geworden, okay. Marc heute noch bei DE angefragt, okay. Ah ja, warte, lass ich rein, den Marco. Annehmen. So. Okay. Ja, damit haben wir immer noch nichts geschafft. Aber schon mal so ein bisschen. Ich bin zuversichtlich, dass das wird was. So, jetzt haben wir aber eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, wir wollten nur 4 nehmen. Eigentlich brauchen wir nur 3, ne? 10 brauchen wir insgesamt. 7 kriegen wir da rein. Und wie viele Truppen haben wir jetzt? 210. 210. 220. Ach, das ist doof. Was können wir denn so mitnehmen? Ich glaube, ich habe ein bisschen viele. Ach, wir haben ja 235. Alter. 240. Okay. Dann nehmen wir die nochmal. 14 Gems jetzt. Oh. Immer noch kein Kasernenboost. Ist auch doof, ne? Wie halt. Ich weiß nicht. Da kann Supercell mal nachbessern. Dass das Kasernen, also dass der Kasernenboost hier den Request-Boost auch mitnimmt. Das ist so uneffektiv, weißt du, der Rest ist gleich alles fertig und ich kann noch keine Truppen fordern. Das finde ich nicht so gut. Hab früher Rathaus 9 Go Vibe, Rathaus 8, Rathaus 9 ist auch Go Vibe geil. Ist auch wirklich super. Kannst du eigentlich immer machen. Vor allen Dingen, früher hat das ja keiner genommen, weil da noch die Tesla doppelten Schaden gemacht haben auf die Päcker, dann waren die ja wirklich 2, 3 Schuss waren die weg. Aber heute Päcker in vielen Bereichen, coole Truppe bis 13 Jahre hoch. Überhaupt kein Thema. Thanks, Thorsten. Bitte. Immer gerne. Ciao, Toto. Nova. Guten Abend, hallo Alf. Oh, außerirdische Incoming. Oh, die kann ich ja gar nicht essen. Die muss erstmal hier auf Verheizung. Die muss erstmal nach draußen hier. Also ich nutze immer meinen natürlichen Kühlschrank hier oben bei mir im dritten Stock, in dem ich ganz viele Sachen einfach draußen auf die Fensterbank stelle, von außen. Hier so meine Smoothies und so, die hocken da immer rum in der Ecke. Ist ganz gut. Hallo Pascal.
Exonator. Hallöchen. Zu faul zum Farmen. Hi Gollum. Na, auch wieder da? Ich bin noch mit meinem Main-Dorf. Passt Max auf Clansuche. Stürzt euch auf den Raxonator. Meinst du jetzt für die Liga? Oder überhaupt für einen neuen Clan? Mann. Lieber Dunkeltruppen updaten oder Hulden weiter? Also dir helfen die Truppen schon. Wenn du natürlich sagst, ja, ich level jetzt meine Schweinereiter, aber benutze sie nicht, dann nutzt das ja natürlich auch nichts. Aber dennoch würde ich die schon erstmal so auf Rathaus 9 Niveau bringen. Mein Golem hast du auf 3, der ist ja jetzt irgendwo so dazwischen. Aber gerade so Truppen wie Schweinereiter, Lavahund auf 2, jetzt geht er ja sogar auf 3 bei dir, ist schon nicht ganz unwichtig. Und mit deinen Helden kommst du da auch erstmal hin. Generell für einen neuen Clan. Ah, okay, da wo mein Main drin ist, gerade von der Atmosphäre nicht so Hornhaut. Hinhaut, ach, Hinhaut, okay. Ja. Rexonator, bist du bei mir auf dem Discord? Da gibt es ja auch so ein Suche, bewerbe mich, weiß der Geier. Und da kannst du natürlich gerne reinkommen. Na, Alf, was schreibst du? Der Fisch. Okay, nur mit einem Zeichen. Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Was suchst du für einen Clan? Ja, guck mal, jetzt stürzen sich alle auf den Rexonator. Hallo Kaku zu Kakuzo. 45 Minuten U-Bahn. Weiter geht's. Das kennt man. Das kennt man. Bist du jetzt schon am Fahren 45 Minuten U-Bahn oder musst du jetzt noch mal 45 Minuten warten? Der Stream ist schon 2 Stunden 48. Oh, wir haben ja gleich schon 12. Aber ich habe ja gesagt, wir machen bis März. Bis in den nächsten Monat streamen. Mit Toto. Auch eher selten. So, eine Minute noch. 2100 haben wir. Also ein bisschen kriegen wir gleich noch rein. Wir hauen da nochmal die Truppen raus, spenden. Also ich bin zuversichtlich, dass ich das natürlich heute Nacht schaffe. Wir brauchen nur noch 4 von diesen alten Minenwerfern da unten. Die können wir auch machen. Lass mal gerade checken hier. Von den Multimörsern. Dann nehmen wir uns die Multimörser mal ganz speziell mit, auch wenn wir hier nicht gewinnen. Das ist ja nicht so schlimm, würde ich sagen. Und Hauptsache, wir kriegen den Multimörser, würde ich sagen. Und wir kriegen hier den Kracher. Kriegen wir den? Der ist nicht schlecht. Da haben wir den Multimörser, ne? Ja, passt so. Ah, ist ja gut. Dann haben wir da auch schon. Auch die Sachen, die fallen mir manchmal viel zu spät ein. So nach dem Motto, oh, da hast du ja noch was, da könntest du ja, hättest du schon lange mal machen können, denn die Armee ist ja ein paar Minuten fertig. Aber man guckt dann halt auch zu selten ins Nachtdorf mal rein, um da ein bisschen was zu machen. Ich bin jetzt daheim. Ah, okay. Wie du das schreibst, Sascha. Das passt so gar nicht. Na, guck mal. 15, 3 Stück noch da. Zwei Fries, ah, locker, easy peasy. Mache ich mit euch fertig hier beim Alex. Das mache ich mit euch fertig. Toto, ich finde es grausam. Es gibt Bewerber beim FC Hollywood auf dem Discord, aber weder ich oder Gary werben jemanden. Ach so, okay. So, KA. Lass dich nicht vom Nacken. Danke fürs Angebot. Ah, ja, wie gesagt, ihr könnt euch gerne heute Nacht auf den Discord austauschen, wenn ihr möchtet. Wir sind immer bemüht, glaube ich, dort auch zu helfen. Eben mal wieder spenden. Aber jetzt ist auch, jetzt könnte mir auch mal jemand. Ich brauche wieder Lohns. Lohnis. Und Gift, ne? Irgendwo kriege ich doch immer einen anderen Lohn noch her.
immer nur 6 fertig und kriege aber 7 Stück. Kriege ich das nicht mit gerade? Das ist aber mal doof. So, 7 Stück habe ich aber hier und 3 von mir. Na, passt ja wieder. Können wir wieder auf die Walz gehen. Zauber alle da. Hier wird sauber nachgebaut. Aber hier fehlt mir einer. Okay. Und go. Einfache, leichte Basis für einen Toten hier. Nichts Schweres. Ein bisschen Gold und Elex für ein paar Mauern. Denkt dran, das Gold aus dem Pass zu sammeln. Das mache ich gleich noch. Ja. Aber ich glaube, mit dem habe ich das hier schon gemacht, Silke, denn der war ja im Clan bei der GML, bla bla bla, bei der Community mit. Und da habe ich ja nochmal alles, glaube ich, gegeben, was ich an Mauern rausholen konnte. Mit irgendwas. Und deswegen, glaube ich, habe ich das schon gemacht. Da dürften nur noch so ein paar Trainingstränke jetzt drin sein. Oder halt noch vielleicht hier und da ein Trank. Das heißt, nee, es kommt ja jetzt noch was, ne? Ja. Ja, das hole ich mir schon ab, keine Frage. So, was haben wir hier? Single, Single. Ist das jetzt gut oder ist das eher schlecht? Das ist eher schlecht. Obwohl, ich wollte gerade sagen, ich bin ja nicht mit dem Schief unterwegs. Ich bin ja mit dem Donner, ne, mit dem Alex hier. Da brauche ich die dunklen Sachen erstmal nicht. Bald brauche ich wieder Dunkles hier, auch bei den Accounts hier. Lange wird es nicht mehr dauern. Und dann gehen die hoch. Duck, duck. Oh. Und der ist ganz nett. Helden. Fast Fehlanzeige, okay. Dumm. Ich werde mal ein bisschen leiser, ne? Obwohl, ich hätte ja heute auch mal die Truppe machen können, die sie gestern da die ganze Zeit hatten. Die war ja echt cool. Mit den 8 Päcker waren das, glaube ich, und 10 Magier, ne? War eine gute Geschichte. Habe ich immer noch nicht ausprobiert. Könnte ich mal tun. Ach komm, ey. Dann schmeißt du auch immer dein Tablet weg, oder? Die Queen auf einem guten Weg. Mauerbrecher gehen durch. Perfekt hier. So ein Mist. Und jetzt habe ich nichts mehr hier. Habe ich da ja Loons drin, ne? Okay, dann können wir die mal setzen. Ich gehe trotzdem mal hier jetzt rein. Wir haben da ja keinen Helden mehr hier. Und wir haben aber da ein Fries, ein Sprungzauber. So. Ich wollte gerade fragen, wo sind denn meine ganzen Packies? Aber die gehen da ganz außen rum. Naja. Ist nicht so schlimm. Ach komm, nun baller doch nicht so da. Ja, gut, dass ich den Fries level. Dann hält er nochmal 0,05 Sekunden länger. Aber ich glaube, da haben wir noch, haben wir ein bisschen was geholt. Ist ja in Ordnung. Keine Ramme, wo du Boden benutzt. Ich habe keine Ramme. Bin armes Schweinchen. Mir gibt hier keiner eine Ramme. Rammloser Clan hier. Hi, Cross. Grüße dich. Entschuldige. Armin, danke für die Verfolgung und willkommen im Kanal.
Ich hab keinen. 2-2-1, okay. Toll. Hab noch vier. Lass mal, ich brauche jetzt hier nichts mehr. Das ist jetzt nur noch Farm auf ni ganz niedrigem Niveau hier. Oder was meinst du, Captain Karacho? Ist das hier noch Niveau oder ist das schon niveaulos, was wir hier machen? Guten Abend und danke dir für die Verfolgung. By the way. BTW. Okay, hier brauchen wir nur das eine Teil da. 1, 2, 3, die verteilen wir auch mal so ein bisschen. Nehmen wir hier außen mal ein bisschen was mit. So, bevor wir hier jetzt was machen können. Ah, meine Kanonen schaffen das da nicht, ne? Scheiße. Gucken wir mal gerade. Ah doch, die haben es noch geschafft, okay. Die hatten jetzt so einen langen Anfahrtsweg, die Barbaren. Die mussten gerade von ganz hinten laufen, weil du kriegst die Truppen ja nicht hier dann gesetzt, irgendwo, wo es nicht geht. Ach so, das geht mit hier am iPad geht das mit dem Air-Server. Das heißt, du hast hier eine Bildschirmübertragung. Die sitzt hier oben, das haben wir ja gelernt, da. Und darauf läuft halt ein Server, der kostet ein bisschen Geld und da kann man die Synchronisierung hinmachen. Also hier ist das kein Hexenwerk, aber auch mit meinem Android habe ich das ja schon so ähnlich hinbekommen. Allerdings habe ich da immer die Hardware-Schnittstelle zur Elgato genommen. Das geht auch mit dem Apple-Gerät hin zu Elgato. Da muss ich halt so ein Lightning auf HDMI haben. Aber so geht das ganz gut, glaube ich. Das mache ich ja noch nicht so lange in diesem Format hier. Das ist ja für mich auch noch so mehr oder weniger Neuland. Der Darm hier, den müssen wir aufnehmen. Den müssen wir eben reinlassen. Hallöchen. So, langsam füllt sich der Clan hier. Wir müssen halt nur sehen, dass wir unsere Leute hier mit in die Liga schleppen und nicht doch versehentlich dann jemand anders drin haben. Obwohl er ja gesehen habt, Lutz ist ja gar nicht mal so ein schlechter Angreifer, also kann man eigentlich schon mitnehmen. Wenn ich morgen früh dann Ligasuche mache oder morgen Nachmittag oder morgen Abend, weißt du, und die dann vergessen haben rauszugehen, dann werden die meckern. Jetzt hast du uns in die Liga mitgenommen, aber wir kommen gar nicht dran. Ich habe es aber vorher jetzt in jedem Tag habe ich es geschrieben. Also beschweren kann sich jetzt eigentlich keiner mehr. Ich habe das tausendmal angekündigt hier, dass die nicht zum Einsatz kommen. Und dann kommen die auch nicht zum Einsatz. Vielleicht können wir ja doch durchtauschen, wenn der Lutz und Susi jetzt da bleiben und die nochmal fragen. Ja, irgendwie abends werden wir es machen. Du findest bei mir einen Clan, ja? Wenn nicht bei mir, dann findest du es heute Abend hier in der Community. Denn die sucht und bietet. Noch viel fertig. Ne? Oh. Egal. Karre. Ich nutze sie sowieso nicht. Wir werden erst abends alle drüben sein. Ah, okay. Okay. Ach so, ja, wegen den laufenden CK noch, ne? Ja. Danke, da. Danke. Von wem ist denn das nochmal der Account hier, der Damian? Ist er von irgendjemandem Account, den wir kennen, ne? Perfekt, alles schon wieder da. Nur fordern kann ich nicht. So, Ballons müssen wir noch einmal machen auch, ne? Ach nee, die Ballons haben wir fertig. Die Ballons haben wir fertig. Ballons haben wir fertig. Können wir ja eigentlich coole Truppen mitnehmen hier. Da können wir eigentlich coole Truppen mitnehmen.
Ach so, alles klar. Ja, irgendwas lag mir da auch an. Ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Bei uns bei den Spätzle mit Soße haben wir mittlerweile ja eine angepinnte Namensliste, die immer wieder aktualisiert wird, weil da wissen wir auch nicht mehr, wer ist eigentlich wer. Und so, ich gebe mir jetzt aber keine Loons, sondern meiner. Und einen Reason. Und anders geht es da auch nicht mehr. Da wusste ja auch keiner mehr, wer was ist da. Ging gar nicht. Müssen wir auch mal noch eine Stunde zum Schoff. Hashtag Schaufel, meinst du? Oh, ab und zu, irgendwas wackelt hier ab und zu mal. Ja, bis zum Shop. Lass mal gerade überlegen. Nicht, dass ich irgendwo was bei irgendeinem was übersehen habe, aber ich glaube, ich habe nichts übersehen. Das hole ich mir gleich raus hier, ja. Da denke ich mal jetzt schon mal dran, würde ich sagen. Kann ich nicht nehmen. Die kann ich alle wegnehmen hier, weil ich mache hier nichts mehr. Das geht nicht mehr. Ach, das ist auch so ärgerlich, weißt du, 30.000 dunkle stecken hier unten drin. Ah, die Hero Potion habe ich. Aber du kannst es einfach nicht nehmen. Das ist echt ärgerlich. Aber nochmal 15 Elixier gleich. Oh. Sehr schön. Es gab keinen. Es gab. Da hast du recht. Es gab. Haben wir geschickt verdrängt hier, wie die ganze Welt heute. Heute war wieder ein bisschen aktueller, glaube ich, der Syrien-Konflikt. Beziehungsweise die Grenzöffnung der Türkei zu Griechenland. Und Bundesliga hat wieder eine Rolle gespielt. Aber Corona war heute nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, nicht ganz so hart in der Presse wie die letzten Tage. Klar, irgendeiner hat jetzt rausgehauen, über 70% in Deutschland werden das bekommen. Mag sein. Aber wir wollen mal nicht hoffen, dass 70% der Deutschen daran sterben. Den nehmen wir mit. Ja. Über die Queen-Seite, würde ich sagen. Aber ich nehme die Karre nicht. Ich habe ja ein paar Mauerbrecher dabei. Da brauchen wir keine Karre. Naja, ich kann ja dann immer noch wechseln, wenn es dann also eng wird, dass ich doch eine Karre haben muss. Ich habe ja auch nur fünf Mauerbrecher dabei. Dann könnte die Queen ja da reingehen. Wenn sie möchte. Und kann darüber springen. Wenn sie möchte. Den Rest kann ich hier eigentlich auch reinschicken, wenn ich möchte. Denn der geht ja schnurstracks dann da hinterher. Wunderbar. Dann zocken wir hier mal einen Heilzauber, würde ich sagen. Und dann können die hier ruhig eine Rundreise starten, denn der Ort, die Begierde ist ja mal wieder nicht das, was da drin liegt, sondern eher das, was da außen liegt. So, einmal den. Ja, dass wir ein paar Ressourcen noch so bekommen. Wir müssen das Rathaus nicht bekommen. Irgendwie kriegen wir immer einen Stern. Wir brauchen nur gewinnen. Und das haben wir jetzt schon getan. Passt so. Wie gut sind deine Heldentruppen? Ja, Bundesliga war heute groß in den Medien. Ja, ja, aber auch wieder wegen der Sache eigentlich. Hoffenheim. War es Hoffenheim? Ja. Hoffenheim gegen Bayern 0-6 und dann wieder so Kacke da. Verstehe ich auch nicht. Kurz vorm Abbruch so ein Spiel dann. Kriegen die das nicht auf die Kette, solche Leute nicht mehr ins Stadion zu lassen oder was? Oder sind das vielleicht Leute, die sich erst innerhalb des Stadions verwandeln? Na? Zu viel Alk oder weiß der Geier. Dann sollen sie den Alkoholausschank mal ganz sein lassen. Auch nicht mehr vorm Stadion. Ich meine, die meisten saufen halt vorm Stadion schon so viel, dass sie im Stadion vielleicht nur noch einen Flachmann brauchen und dann werden sie plötzlich zu anderen Menschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. 26:32. Achso, die Päckis brauchen wir so noch einmal machen, glaube ich, ne? Oh, wir haben nach 12.
Telefon geht, ist klar. Victory. Ja, 10 Minuten. Oder 12. Wir gucken mal. Ich will wenigstens eine Sache ja heute Abend mit euch fertig machen, sonst passt der Titel ja nicht, sonst kommen nächste Woche hier irgendwelche Leute und sagen, letztes Mal hast du das auch schon nicht gemacht. Und diesmal auch nicht. Oh, diesmal müssen wir jetzt. Oh, wir müssen jetzt weit rein hier in die Base. Scheiße. Zum Multi. Komm, geht da mal hin noch. Nein, nicht zu den Klarbuchdrucken. Multi. 1, 2, 3, 4. Ah, die schießen beide glücklicherweise, ey. Zweimal Multi. Naja, kriegen wir hin. Da kann ich nicht helfen, aber frag mal im Discord von Toto nach. Ja. Gruva, vielen lieben Dank für die Verfolgung hier und willkommen im Kanal. Da hast du recht, noch einmal. Oh, wir können hier eigentlich noch mal den Clock Tower gleich anschmeißen. Weil hier ist noch. Ah, hier ist noch nicht fertig. Okay, dann nehmen wir den hier. Den nehmen wir den. Und wieder gewonnen gegen den Lauch. Der war ja wieder ein Rathaus mehr als wir, oder? Schau mal, in der Schweiz, da läuft alles aus dem Ruder beim Fußball. Da sind hier in Deutschland schon fortschrittlich. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe es auch nur wieder. Ich lese es ja auch oftmals nur. Ich gucke ja kein Fernsehen oder was auch immer. Und die Übertragung gucke ich dann, was weiß ich, im NTV Live-Ticker oder auf Bundesliga.de im Live-Ticker. Aber wie geht es Ihnen? Kakuzu, du meinst nicht mich, oder? Wenn du mich meinst, dann musst du das Ihnen gegen dir streichen. Bitte duz mich. Bitte duzen, nicht siezen. Mir geht's gut und dir? Danke. Lernfähige Zuschauer, das ist auch immer schön für einen Streamer. So, da geht er ab. Dann nehmen wir schon mal. Ein Multimörser haben wir schon mal. Das heißt, wir haben noch mal 200 drauf hier. Da setze ich also alle Kanonen hin. So, das sieht aber noch ganz gut aus. Oh, meine Kampfmaschine kann ich nochmal zünden. Komm, 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 geht da rein da zum Radaus. Und der schön ins Heck da. Jo, passt. Auch. Okay. Muss gerade Sportschau gucken, weil mein Mann das Debakel vom Bayern-Spiel gucken will. Naja, ich bin mal auf Arminia morgen gespannt. Ich hoffe, die lassen sich das nicht nehmen, ey, ehrlich. Vielleicht fahre ich hin. Mal gucken. Man muss gerade. Okay. So, K-Arbeit ist schon. Nur der FC Basel. Ach ja, Hombatten ist aus der Schweiz. In der Tat. Oh, haben wir verloren. Toll. Naja, aber das Teil haben wir gewonnen hier, ne? Gut. Einmal Packer sind wir durch. Müssen nur noch gewinnen. Hi Fredde, du kommst aber spät. Fredde kommt aber spät heute. Oh, 5 Mille, das sind Mauern, ey. Boah. Da haben wir eine vergessen. Da oben haben wir eine vergessen. Na. Das sieht aber ganz gut aus da. Und da und da ist da noch eine. Warte mal, 11. Manchmal kannst du es auch nicht erkennen, ne? Ich habe auch bestimmt irgendwo welche vergessen, glaube ich. Edit View Walls. Siehst du da unten? Toll.
Okay, die konnte ich auch nicht sehen. Die waren verdeckt von der Clanburg. Naja, die müssen wir uns als. Die darf ich nicht vergessen. Obwohl, ich habe noch nie eine Mauer vergessen. Ich meine, du kannst sie ja nicht. Du kannst ja mit dem tollen Prinzip hier nicht mehr vergessen. 17, das heißt, wir müssen morgen so ein bisschen den anderen Zehner bespielen. Aus dem Aargau, aber in. Schön, okay. War noch beim Kumpel. Sei dir gegönnt, Fredde. So, SGE Paul, was will der denn? So, Wolfi ist für die Clanliga da. Ja, das ist richtig. Achso, ihr seht das gerade nicht. Der Wolfi hier spielt bei uns. Er spielt die Liga, hat heute auch angefragt, hat uns genauso gefunden. Und dann kann er die Liga hier spielen. Sechsmal kommt er zum Einsatz. Finde ich eine faire Sache. So, bevor wir gleich aufhören. Nicht, dass ich hier wieder vergesse, die Geschenke. Hier sind die Geschenke zu verteilen. Geschenktruhe nutzen. So, 21 Geschenke, Leute. Wie spendabel. Das nenne ich mal spendabel. So, wie lange kann mal jemand in Erfahrung bringen? Ach, egal. Egali. So, wenn der eine da nicht eingeplant ist, dann nehmen wir ihn auch nicht an. Erstmal. Obwohl wir Platz haben. Also, ich meine, man müsste ihn ja sagen, jetzt den SGE Paul. Er kann hier bleiben, aber er wird nicht spielen. Das wird halt ein Problem. So, wir haben die Geschenke, glaube ich, verteilt. Na, habt ihr die alle gekriegt? Ja. Perfekt. Perfekti. Okay, so, dann machen wir noch einen Angriff. Und dann haben wir hier fertig. Können wir schon fast nehmen, ne? Multi, Multi. Das muss diesmal nicht mit Single Infernos quälen. Aber erstmal die wichtigen Sachen machen, würde ich sagen. Bauhütten. Gut. Nicht gut. Da kommen ja Truppen. Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen. Meiner in der Clanburg. Shit. So, jetzt haut den mal um, den Kerl, würde ich sagen. Alter, das geht aber auch schnell. Habt ihr gesehen, was das abgeht da vorne? So, komm, 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 komm. Ah, schade, der Fries war scheiße jetzt. Den hätte ich im Bombenturm noch mitkriegen können. Ah, der war jetzt dusselig. Da hätte ich den Bombenturm mitnehmen können. Und warum habe ich so viele Magier? Na, war doch gut. Haben wir noch geschafft. Erfüllt. Pass erfüllt. Also voll die Corona-Panik. Alle Veranstaltungen über 1000 Personen sind abgesagt. Ja, also ich bin ja ganz ehrlich. Auch ich war heute Abend ja nochmal. Wo war ich denn eigentlich? Ich war nochmal im Aldi und im Edeka und muss sagen, auch ich habe ein bisschen Abstand gehalten zu nicht nur zu gewissen Leuten, sondern zu allen Leuten. Allen Leuten. Weiß ich nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch so in unseren Köpfen. Aber ich meine, was willst du machen? Sonst sind wir weit entfernt davon. Uns, also wir leben, glaube ich, ganz, ganz normal. Wir waschen uns ein bisschen mehr die Hände, auch sogar die Kinder schaffen es. Die muss ja sonst immer dazu zwingen, weißt du, wenn die von draußen irgendwo kommen. Aber das Tolle ist, weißt du, dann waschen sich die Hände zwar, aber kommen dann rein und sagen, ja, wir haben uns eine Flasche, wir haben uns mal wieder
2 Liter Tee geteilt. Zu fünft. Aus einem Beutel. Gut. Gut gemacht. Hast durchgespielt. Endlich. Also, okay, den haben wir nochmal durchgemacht hier. Dupp, dupp, dupp. Und dann haben wir auch das Buch für unseren Helden. Jetzt haben wir noch drei Sachen über, genau die drei Sachen. Hier habe ich auch noch ein paar Perks. Das Dunkle habe ich hier. Das schaffst du mit diesen Accounts halt nicht, wenn ständig das Lager voll ist. Das geht irgendwie nicht so wirklich. Okay, Mädels, ich bin eigentlich durch. Wenn ihr auch durch seid, dann hoffe ich, dass der Justin jetzt mal da ist. Dann können wir den einmal raiden. Heute ist er mal länger genug da. Und dann freut er sich auch mal. Würde ich sagen, sonst ist er immer bei mir im Stream. Aber in seltensten Fällen bin ich mal bei ihm, beziehungsweise komme da mal zu ihm zu gehen. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke, gute Nacht, Clash on und 250 Punkte nochmal für euch, okay? Alles klar. Gute Nacht at all. Wir gehen in den Endcut. Tschüssikowski. Wir gehen in den Endcut. Haut rein. Jo, 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 jo. Es geht los. Hallo Toto, hallo Avenger. Du musst jetzt mit Avenger. Ciao, ciao. Ja.